Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, ganz herzlich willkommen zum 8. RASUM-Symposium, ganz praktisch Risiko- und Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, Beratungen und Behörden. Ich bin in den letzten Tagen, in der letzten Woche darauf angesprochen worden, dass sich das doch sehr trocken anhören würde und war vollkommen überrascht, denn eigentlich ist RASUM der letzte Studiengang, der mir unter dem Begriff trocken und entgegenkommen würde, weil RASUM eigentlich von der Gründung an für uns ein Beispiel dafür war, wie eine angewandte Hochschule erstens innovativ ihre Studienfächer neu ordnet, zweitens wirklich sehr marktgängig operiert und Menschen ausbildet für das sie wirklich gebraucht werden und drittens dabei Kontakte sucht in Praxis hinein, in Unternehmen und in verschiedene Wissenschaftsbereiche, eigentlich ganz vorbildlich. Auf die Gefahr hin, lieber Martin Führ, dass ich jetzt Dinge erzähle, die du dauernd erzählst in den Einführungsvorlesungen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, dass einer der urhebenden Gesprächsgänge, die auch in diesem Studiengang im Vorfeld waren, immerhin mit einem leibhaftigen Friedensnobelpreisträger stattgefunden hat. Auch in diesem Haus, aber nicht nur in diesem Haus. Mohan Mundasinghe, der seinerzeit mit Al Gore den Friedensnobelpreis für den Weltklimarat entgegengenommen hat, war in Darmstadt zu verschiedenen Vorlesungen und auch zu verschiedenen Workshops. Wir haben es also dazu, ihn dazu bringen können, sehr einfach, weil er ein sehr autonom agierender Mensch ist, dazu bringen können, mit Studierenden zu arbeiten. Und wir haben hier im Haus Workshops gemacht unter der Grundfragestellung, wie bildet man Sustainomics aus? Das war sein Begriff. Also Menschen, das Ganze ist jetzt schon 8 Jahre ungefähr her, wie bildet man Menschen aus, die ökonomisch agieren, die Nachhaltigkeit als Elixier ihrer Tätigkeit und ihrer Professionalität haben und gibt es dafür eigentlich einen Markt? So schnell vergeht die Zeit, denn die Frage würde man sich heute 2022 wahrscheinlich nicht mehr in der Form stellen. Es war aber eine wichtige Frage und zwar eine, die dort von einem der wirklich großen Protagonisten aufgeworfen worden ist. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sie dann an der Hochschule Darmstadt als einer der wirklich führenden Nachhaltigkeitshochschulen in Deutschland aufgenommen worden ist. Und vielleicht auch kein Zufall, dass Martin Führ sich dessen angenommen hat und dieses Thema weitergetrieben hat. Das 8. RASUM-Symposium, von Anfang an verbunden mit einem anderen Namen, Michael Dennecke, ist eine gute menschliche, aber auch gute akademische Tradition, dass Menschen, die uns zu früh im Leben verlassen, nicht ganz verloren gehen. Und Michael Dennecke als einer der ganz wichtigen Vordenker für Nachhaltigkeit am Standort Wissenschaftsstadt Darmstadt, muss man sagen, früh verstorben, an den wir mit der Michael Dennecke Lecture denken. Heute mit Julian Schenten, der aus einem Projekt heraus, aus dem Programm Zusammenhang von Systeminnovation für nachhaltige Entwicklung von SNE heraus berichten wird über Szenarioprozesse und deren wirksame Anwendung. SNE ist Ihnen ja bestens bekannt. Da drüben steht das SNE-Boot, das für die Abschlussveranstaltung am Montag schon hier steht. Wir gehen da ja auch auf die Zielgerade jetzt in den letzten Zügen. Seien Sie ganz herzlich willkommen im Haus. Vielen Dank, dass Sie sich Infektionsschutzmaßnahmen unterzogen haben und dem Regime, was wir hier weiter anwenden. Inzwischen, wir haben das beibehalten, inzwischen merken wir, es kommt wieder zurück. Also wir werden fröhlich, aber auch vorsichtig durch diesen Herbst gehen. Und insofern vielen Dank, dass Sie sich dem unterzogen haben. Vielen Dank, liebe Tatjana Sotto-Bermudez, die aus dem Haus heraus das vorbereitet hat. Justus Heinecker begleitet uns an der Technik. Wir sind hybrid, haben ja einige Menschen im Stream, die dabei sind. Und ich freue mich auf ein sicher wie in all diesen Jahren sehr anregendes RASUM-Symposium. Gratuliere Ihnen nochmal zur Studiengangswahl, weil das tatsächlich ein Studiengang ist, der wirklich so faszinierend aus verschiedenen Bereichen besetzt ist, dass man doch traurig sein muss, dass es früher solche Studiengänge nicht gab. Insofern seien Sie herzlich willkommen. Sie sind an einem Ort mit der Schader-Stiftung, die sich den Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis auf die Fahne geschrieben hat, wortwörtlich sogar auf 2 Fahnen geschrieben hat, an einem Ort, der für das Thema und für die Themen, für die Sie arbeiten und für die Sie sicherlich auch brennen, sicherlich ein guter ist, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Insofern seien Sie heute willkommen und gerne wieder. Und Martin, du machst weiter, du hast noch deine Weste an. Aber ich weiß nicht, vielleicht sollte das so sein, damit man dich nicht über den Haufen rennt oder so. Aber hier unten ist das Risiko von einem
anderen Fahrradfahrer oder einem Auto umgefahren zu werden, überschaubar, dank der Treppen. Ja, lieber Alexander, herzlichen Dank. Die Geschichte mit Herrn Munasinghe habe ich noch nicht erzählt, dafür vermutlich zu viele andere Geschichten schon, wer weiß. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank an die Schaderstiftung und das Team der Schaderstiftung, dass wir wieder hier sein können. Ich kann es gar nicht fassen, es ist schon das 8. Mal. Und wenn ich so zurückdenke, hatten wir eigentlich einen treuen Begleiter bei alledem, das war der VW-Konzern. Der hat uns immer Stichworte geliefert zum Thema Risikomanagement und Defizite im Nachhaltigkeitsmanagement. Jetzt haben Sie einen neuen Chef, schon zum wiederholten Mal, und hoffen wir mal, dass das besser wird. Zur Begrüßung muss ich auch dran denken, dass heute zum letzten Mal in ihrer amtlichen Funktion Ursula Hartmann-Henske unter uns weilt, die Erasmus schon von Anfang an begleitet hat und den Studierenden allen sehr vertraut ist. Sie ist nämlich diejenige, die in der Lage ist, die Tücken unseres Prüfungssystems zu meistern, und da sind nicht wenige. Und sie ist auch sehr geduldig dabei, alle Sonderwünsche der Studierenden, wie das Zeugnis nun aussehen sollte, irgendwie möglich zu machen. Das ist sozusagen die eine geduldige, umsichtige Seite. Sie kann aber auch sehr streng sein. Und es begab sich im Jahr 2017, als ein Student anrief: Ich bin hier in Portugal in Urlaub, ich kann nicht zur Einführungswoche kommen. Dann hat sie, um jetzt ihre eigenen Worte zu zitieren, ihm den Kopf gewaschen. Und er stand pünktlich mit neu gebuchtem Flug, ja, leichten chaotischen Anreise, war aber pünktlich da, und ich glaube, er hat es auch nicht bereut. Also vielen Dank, Frau Hartmann-Henske, dass Sie uns so lange begleitet haben. Es ist Ihr letzter Jahrgang, wo Sie alles noch so umsichtig vorbereitet haben. Die Einführungswoche wird immer besser, ja, und wir müssen schauen, dass wir den Standard dann halten in Zukunft. Aber Sie werden das sicherlich alles getreulich aufschreiben, damit da das entsprechend weitergeht. Also sie ist in der Lage, das ganz praktisch immer anzufassen. Ja, und damit sind wir schon beim Thema heutigen Symposiums. Es hat wie immer feste Elemente. Die Michael-Denecke-Lecture hat Alexander Gemeinhardt schon erwähnt. Die rutscht ein bisschen nach hinten. Wir beginnen mit den Praxisprojekten, dem Herzstück unseres Studiengangs, und wir haben das letzte Mal begonnen, dass auch Absolventinnen aus ihrer beruflichen Praxis dann berichten, damit man weiß, wo das alles hinführen kann, was wir hier treiben. Das letzte Mal hatten wir eine, jetzt haben wir drei. Um nämlich dem Titel gerecht zu werden, Unternehmen, also Betriebe, Behörden und Beratung. Und damit schließt das heutige Programm ab. Es gibt dann wie immer noch ein kleines Beisammensein, und dann lädt der dritte Jahrgang ein, Darmstadt zu erkunden. Da darf, kann und soll ich dann nicht mehr dabei sein. Das ist vermutlich auch besser so. Damit würde ich das Wort weitergeben an Hilke Patzwall, die uns hoffentlich zugeschaltet ist. Willkommen, Hilke. Wir sind gespannt auf deine Perspektive im ersten halben Jahr des dritten Rasum-Praxisprojekts mit dem Unternehmen VD. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wie immer sehr, ein Teil von Rasum sein zu dürfen mit VD. Das ist für uns als Unternehmen auch immer tatsächlich sehr bereichernd. Wir haben ja schon ein paar Praxisprojekte miteinander bestritten, und auch in diesem Jahr lässt sich sehr, sehr gut an. Sehr interessante Themen und sehr engagierte, fitte Studierende. Ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam an drei für VD tatsächlich sehr, sehr wichtigen Themen arbeiten können, und wurde gebeten, zu diesen Fragestellungen und durchaus strategischen Herausforderungen hier ein bisschen einzuführen. Das mache ich gerne. Wir können im Nachgang gern dann auch noch Fragen und Antworten machen, sozusagen, wenn bei Bedarf stehe ich da gern auch nochmal Rede und Antwort. Ich würde mal einsteigen mit unserem ersten von drei Themen. War vielleicht nochmal vorgeschickt, warum eigentlich drei Themen. Wir haben uns im Vorfeld
überlegt, was haben wir eigentlich jetzt gerade für große Herausforderungen, die wir unbedingt angehen müssen bei VD, in welchen Unternehmensbereichen liegen die und wie können wir das machen, wie können wir das ressourcenmäßig vor allen Dingen abdecken. Und dann kam Martin Für mit der Idee, lass uns doch wieder ein Rasum-Projekt machen. Diesmal ist die Gruppe tatsächlich groß, viele kompetente Studierende. Und daraus entstand dann der Plan, dass wir tatsächlich drei Themen bearbeiten lassen können diesmal, was natürlich sensationell ist für VD, weil in dieser Breite und Tiefe hätten wir ansonsten intern nie im Leben die Ressourcen zur Verfügung, um diese Themen vorzubereiten. Von daher mal wieder echter praktischer Nutzen und wirklich ein sehr, sehr hoher Mehrwert für uns als Unternehmen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. So, jetzt zu den drei Themen. Wir haben tatsächlich drei verschiedene Herausforderungen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und ganz unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Das erste ist eine Herausforderung aus dem Thema Kreislaufwirtschaft. Und zwar geht es da ganz konkret darum, ein Recommerce-Modell für VD zu entwickeln. Recommerce bedeutet Verkauf von gebrauchten Produkten. Also ne, Produkte, VD-Produkte, die schon einmal verkauft wurden von uns im ersten Markt, die dann in irgendeiner Weise nach einer gewissen Nutzungszeit wieder ein zweites Mal oder ein drittes Mal von VD verkauft werden. Das nennt sich Recommerce. Das ist ein Beitrag, so der Plan, ein Beitrag zu einer stärkeren Ausrichtung auf Kreislaufwirtschaft. Wir wollen irgendwann, mal jetzt so ganz platt gesprochen, in näherer Zukunft dahin kommen, dass wir umsatz- und ertragsmäßig weniger abhängig werden von dem Verkauf immer mehr, immer neuer Produkte, sondern dass wir Alternativen dazu finden, einfach um Ressourcen zu schonen und den Ressourcenverbrauch zu senken. Das spielt so ein bisschen in diese Wachstums-, vielleicht sogar Postwachstumsdebatte mit rein, auch wenn man realistisch betrachtet sagen muss, da sind wir tatsächlich selbst bei VD noch ganz schön weit davon entfernt, das in die Tat umzusetzen, aber eben mit dem geplanten Verkauf gebrauchter Produkte soll ein Standbein geschaffen werden, um nochmal mehr in dieses Circularity-Puzzle einzusteigen. Vielleicht noch als Hintergrund dazu, wir haben schon einen Baustein am Laufen, nämlich die Vermietung von Produkten. Das machen wir schon viele Jahre, hatten einen softwarebedingten Engpass jetzt in dem letzten Jahr ungefähr, wo wirklich ganz, ganz wenig nur darüber lief, weil wir das gar nicht handeln konnten. Haben das jetzt aber gerade vor 2 Monaten nochmal richtig neu gelauncht mit einem Dienstleister und das läuft richtig gut an. Da sind wir froh und ja, nehmen das mal als hoffnungsvolles, gutes Beispiel auch für das Recommerce-Projekt. Die Hauptherausforderungen rund um das Thema Recommerce sind entlang der nachgelagerten Wertschöpfungskette sozusagen recht vielfältig. Zum einen ist es eine logistische und organisatorische Herausforderung, überhaupt an die Produkte wieder ranzukommen. Also, ne, wie kriege ich die gebrauchten Produkte von der Konsumentin überhaupt wieder zurück? Welche Infrastruktur gibt es da bereits? Wo kann man sich anhängen? Was können wir vielleicht selber aufbauen? Das Ganze immer vor dem Hintergrund, dass das natürlich wirtschaftlich und auch ökologisch Sinn machen muss. Also zum Beispiel Transportlogistik, eigenes Lager, eigene Aufbereitung und so weiter. Das muss natürlich auch wirklich Sinn machen, wenn man sowas selber machen will. Und das ist eben auch tatsächlich eine der großen Fragestellungen. Wollen wir das selber machen? Können wir das überhaupt selber machen? Oder suchen wir uns da Dienstleister dafür? Und wenn ja, welche könnten das sein? Die zweite große Herausforderung, die damit für VD
verbunden ist, ist, dass das tatsächlich ein bisschen ein neues Businessmodell auch ist für uns, weil wir bisher ein reines B2B-Business sind, weitestgehend. Also wir verkaufen Produkte bisher nur an Händler, nicht an Endverbraucherinnen. Das ist ein B2B-Business-Modell und das ist ganz anders gelagert von den Volumina, die da verkauft werden am Stück, von der Geschäftsbeziehung, aber auch von der Laien- oder Einteiligkeit der Serviceleistungen, die damit verbunden sind. Die Erwartungshaltung sozusagen von Endnutzerinnen ist eine ganz andere. Die Reaktionsgeschwindigkeit und Kleinteiligkeit einfach von der Bearbeitung von Einzelanfragen im Vergleich zu ganzen LKW-Ladungen voll Lieferungen sozusagen, die man vielleicht an den Händler verkauft. Genau. So viel vielleicht mal zum Thema Re-Commerce. Das zweite große Thema, ganz anders gelagert, Korruption in der Lieferkette. Die Lieferkette von VD ist global weit verzweigt, birgt wie üblich in der Textilindustrie etliche ökologische und soziale Risiken. Und eins dieser Risiken dreht sich um Urteilsfärbe, was natürlich ungesetzlich ist, aber auch in vielen Ländern überhaupt nicht transparent ist, geschweige denn irgendwie kontrolliert ist oder auch überhaupt gar nicht so irgendwie gemonitort werden kann. Wir haben hier natürlich trotzdem Verantwortung und wollen uns diesem Thema Korruption in der Lieferkette. Ich würde einfach mal einspringen und ein paar Takte sagen, die Frau Patzfall vielleicht auch gesagt hätte oder gleich nochmal sagt, aber dann ist jedenfalls das überwunden. Sie hat von Korruption gesprochen. Das ist natürlich ein weites Feld. Im Programm heißt es Fehlverhalten, weil dazu zählt zum Beispiel auch Betrug, ja, dass man VD verspricht, bestimmte hochwertige Materialien oder hochwertige Chemikalien einzusetzen. Die kosten aber viel mehr Geld, als wenn man irgendwo in der Nachbarschaft in irgendeinem Hinterhof günstigere Materialien oder günstigere Chemikalien einkauft. Und auch das ist natürlich ein Riesenproblem für VD, weil die Produkte haben da nicht die Qualität. Und deswegen muss man sich dem zuwenden. Hilke, ich habe versucht, ein bisschen weiter zu sprechen. Wir können mal testen, ob wir dich wieder hören. So, ich hoffe, es geht jetzt. Sehr gut. Also was wir vorhaben, ist eine Analyse zu machen in den Ländern Taiwan, China, Vietnam, Portugal und Kambodscha. Wir wollen da gerne verschiedene Aspekte betrachten, und zwar Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, Umwelt und Gesetzeslage. Das ist erforderlich, um einfach ein ganz ganzheitliches, umfassendes Bild von der Situation, von der Ausgangslage zu bekommen und über verschiedene Modelle, Methodiken sozusagen, Pestel-Analyse, Hofstede-Modell, das dann darstellen zu lassen. Daraus wird sich dann ergeben, ein Stand der Dinge sozusagen zu den aktuellen Compliance-Anforderungen, die wir erfüllen müssen, falls es denn überhaupt welche überhaupt Vorgaben oder Gesetze da, oder ja, also Vorgaben dazu gibt, dann haben wir die dann mal sehr transparent. Das Ganze dann kombiniert mit einer umfassenden länderspezifischen Risikoanalyse und eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung für Maßnahmen, die wir dann ergreifen sollten, um dem Thema Korruption in der Lieferkette zu begegnen. Dazu gehört auch noch eine Wirksamkeitsmessung. Das ist ja auch immer wichtig, dass man auch tatsächlich sicherstellt, dass es überhaupt was bringt, was man da tut. So viel vielleicht Thema Korruption. Dritte Thema hat wieder einen ganz anderen Hintergrund, und zwar geht es da um Logistik. Wir haben schon eine gewisse Historie mit Rasum zu Logistikthemen,
gemeinsam, hatten schon mal ein ganz tolles Green Logistics Projekt gemeinsam erfolgreich durchgeführt, wovon wir auch Teile direkt umgesetzt haben. Andere Teile warten da immer noch auf Softwareunterstützung, aber kommt sicher auch noch. Bei dem Thema Warenlogistik geht es darum, dass VD vor der Herausforderung steht, einfach mengenmäßig steigende Volumina, und zwar sowohl im B2B-Geschäft als auch im B2C-Geschäft, also sowohl eben Handelskunden als auch Endverbraucherinnen in der Logistik abzuwickeln. Das sind zwei ganz unterschiedliche Anforderungen, und da ist eben die große Frage, oder eigentlich ist es keine Frage, eigentlich ist es schon klar sozusagen, dass man das auch besser nicht zusammen direkt in einem und demselben System abwickelt, sondern dass man da klar trennt und unter Umständen eben vielleicht auch räumlich trennt. Also geografisch nochmal genauer analysiert, was macht denn wo am meisten Sinn, auch im Hinblick auf ökologische Optimierung. Also wir haben ja natürlich auch viele Transportkilometer, die die Ware da zurücklegt, was natürlich zu Zeit, Kosten und Emissionen führt, und darunter jeweils die beste Balance zu finden, das ist hier genau das große Thema und die große Herausforderung. Das heißt, wir werden erstmal hier auch analysieren, wie ist denn überhaupt die Ausgangslage? Wo stehen wir denn überhaupt? Was haben wir vielleicht für Szenarien? Da gibt es verschiedene Szenarien, die wir da bereits im Kopf haben oder die eigentlich auf der Hand liegen. Die werden wir ganz genau analysieren auf ihre Praxistauglichkeit, welche Vor- und Nachteile ökologisch, wirtschaftlich und sozial, also zum Beispiel für die Mitarbeitenden in der Logistik, ergeben sich daraus. Sind die tauglich auch für noch ein Mengenwachstum, was sich wahrscheinlich entwickeln wird, also skalierbar in beiden Bereichen? Und welches Szenario ist davon dann tatsächlich am Ende das, wofür wir uns entscheiden sollten? Also eine Handlungsempfehlung auch hier, die von Seiten der Studenten für VD erarbeitet wird, sodass wir da einfach klarer sehen und auf Basis der sehr fundierten Analyse dann eine gute Entscheidung treffen können. So viel vielleicht mal zu dem Thema Logistik. Was sind die drei großen strategischen Themen, an denen dieses Jahr im RASUM-Projekt mit VD gearbeitet wird? Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann gerne jetzt oder jederzeit auch dann später per Mail oder Chat. Ja, vielen Dank, liebe Hilke. Ich weiß, dass du eigentlich ab 15.30 Uhr einen weiteren Termin hast, aber trotzdem gibt es Fragen. Wir haben ja auch noch das studentische Team, was ja die Angebote erstellt hat. Möglicherweise können die auch Fragen beantworten, falls noch welche auftauchen. Herzlichen Dank, Hilke, dass du trotz der zweifachen systemischen Herausforderungen hier uns die Sicht von VD in unsere Veranstaltung hineingebracht hast. Und wir bleiben dann ja in den nächsten Wochen und Monaten in einem intensiven Kontakt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Diejenigen aus dem Jahrgang, die das hier präsentieren wollen, darf ich nach vorne bitten. So, dann einen schönen guten Tag auch von unserer Seite. Wir werden euch jetzt was über das aktuelle Angebot bzw. das aktuelle Praxisprojekt sagen. Wir, das heißt der Jonathan Prinz, die Marla Roh und ich, Sydney Wills. An dieser Stelle, wenn Sie uns noch hört, erstmal auch noch vielen Dank an die Silke Patzweil, die wirklich eine super Ansprechpartnerin war. Wir haben ebenfalls genauso zu danken wie Sie auch. Wir freuen uns sehr, VD als Praxispartner hier zu haben, mit zusammenzuarbeiten und auch zu spüren, dass es eine Wertschätzung von beiden Seiten ist. Das ist eine ganz große Chance für uns und da sind wir sehr, sehr dankbar.
Wir werden jetzt erstmal so grob über das Aktuelle sprechen, was wir jetzt schon geleistet haben, also den aktuellen Stand des Projektes und dabei auch noch einen kleinen Zukunftsausblick für die, für das nachfolgende Semester, also was wir jetzt gerade machen. Wie ihr schon erfahren habt, unser aktuelles Projekt ist mit dem Praxispartner VD. Und wir haben jetzt zu Beginn des zweiten Semesters angefangen mit einem Projekt-Kickoff. Zuerst mal waren wir erstmal etwas überfordert, was wir uns genau darunter vorstellen könnten. Dann hat er für uns eine Einführung, einen Überblick über das ganze Thema gegeben. Parallel haben wir die ganzen einzelnen Themenfelder, die ihr auch gerade von der Helke Patzweil gehört habt, kennengelernt. Haben unterschiedliche Projektverantwortliche kennengelernt, also für jedes der drei Teilprojekte haben wir nochmal einen direkten Ansprechpartner, mit dem wir dann regelmäßigen Kontakt haben. Und zusätzlich wurden wir direkt unterstützt von Vorträgen von externen Experten, die unser Wissen auch nochmal unterstützt haben. Also da haben wir Vorträge von zum Beispiel Transparency International gehört, eine Organisation, die Prävention gegen Korruption einleitet und dementsprechend auch gerade in diesem Themengebiet uns wirklich Grundlageninformationen gegeben hat. Wir haben unterschiedliche Absolventen bzw. Absolventinnen gehört, die aus der Praxis erfahren haben, wie die zum Beispiel ein Risikomanagement implementiert haben. Und so hatten wir auf jeden Fall eine gute Wissensbasis. Und anschließend haben wir auf unterschiedliche Weise auch nochmal ein bisschen vorgearbeitet, unterschiedliche Informationen gesammelt, zum Beispiel Benchmark-Analysen in den unterschiedlichen Sektoren, wie zum Beispiel Logistik, was sind da typische Probleme, worauf sollte man achten, um uns da einfach fundierte Grundlagen zu schaffen. Und nachdem wir etwas ausgestattet sind, sind wir dann auch in die unterschiedlichen Teilprojekte gegangen. Ich denke, ich muss da nicht mehr so tief ins Detail gehen. Also ihr habt es hier jetzt nochmal auf der Folie stehen. Ich glaube, im Vorfeld wurde da euch jetzt ein guter Überblick verschafft, was da die einzelnen Teilprojekte also beinhalten. Falls da noch irgendwelche Detailfragen sind oder auch Fragen zur Methodik, wie wir unterschiedlich vorgegangen sind in den einzelnen Projekten, können wir gerne später nochmal dann in Austausch gehen. Aber ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und gebe das Wort weiter an den Jonathan. Ja, dann darf ich euch ein bisschen durch das Projekt führen, wie wir jetzt die erste Phase geschafft haben und überstanden haben. Wir sind, wie Sydney schon gesagt hat, in die Bearbeitung gestartet, nachdem wir das ganze Projekt mal kennengelernt haben, die Teilthemenbereiche kennengelernt haben. Das funktioniert dann so, dass man in kleine Teams zusammengeht, um dann dieses erforderliche Angebot auszuarbeiten für den Auftraggeber. Die Zuteilung erfolgt hier per Zufall bei uns, weil wir 19 Studierende waren, sind das 5 Teams gewesen, A4 beziehungsweise ein Team mit 3 Personen. Das ist insofern ganz gut, da man dann wirklich mal vielleicht auch mit Personen arbeitet, mit denen man noch nicht gearbeitet hat im vorigen Semester. Aber dadurch, dass der Studiengang generell ja sehr praxisorientiert angelegt ist, hat man eigentlich in den Teamarbeiten davor im ersten Semester schon alle mal kennengelernt und man kennt sich dann da eigentlich ganz gut. Bei uns sind diese 5 Teams entstanden. Die Logos seht ihr hier auch. SUVAC, Common Ground, Tomorrow und U-Solution. Eins fehlt, Circular Minds, die sehen wir gleich nochmal. Und das Ganze startet dann mit der Ausschreibung, die vom Auftraggeber kommt. Das fasst eigentlich nochmal alles zusammen, was im Vorfeld auch besprochen wurde zu den einzelnen Themenbereichen. Das heißt Anforderungen, Ziel, was soll das Angebot eigentlich konkret beinhalten. In unserem Fall war die Ausschreibung ziemlich genau das, was wir davor schon besprochen hatten. Wir waren da sehr nah dran. Wir haben die eigentlich gar nicht mehr gebraucht und haben teilweise auch schon mit der Bearbeitung gestartet, bevor sie dann wirklich final vorlag. In vorigen Jahrgängen war es aber dann doch auch so, dass sich da teilweise nochmal was konkretisiert hat, kleine Änderungen vorlagen. Insofern ist sie dann immer nochmal ganz gut. Genau. Und dann geht es wirklich in die Arbeit. So, man hat so grob 4 bis 6 Wochen, das hängt immer davon ab, wie schnell geht das, dieser ganze Vorlauf, wann kommt die Ausschreibung dann wirklich raus und wann ist die finale Abgabe bzw. die Präsentation beim Auftraggeber. Ja, bei uns waren es, ich glaube, so 5 Wochen Bearbeitungsphase.
Und da muss man sich eben als Team so ein bisschen zusammenfinden. Es geht wirklich darum, zu jedem Themenkomplex das auszuarbeiten, schriftlich vorzulegen, wie man das Ganze bearbeiten würde in der späteren Phase. Und so eben ein umfassendes Angebot abzugeben, das sich der Auftraggeber anschauen kann und sich dann bestenfalls auswählen kann. Die Teams arbeiten da sehr eigenständig. Herr Für steht zwar für Rückfragen zur Verfügung, aber grundsätzlich läuft diese Phase wirklich eigenständig ab. Und das schriftliche Angebot umfasst dann eigentlich aus allen Bereichen, die man auch im ersten Semester kennengelernt hat, verschiedene Tools. Das heißt, Methoden wie die Szenarioanalyse, Prozessabbildungen, Workshop-Formate etc. kommen alle vor oder sollten alle vorkommen und braucht man zwangsläufig in der Regel auch, um eben ein sinnvolles Angebot hier auszuarbeiten. Und dann entsteht da in diesen 4, 5, 6 Wochen ein Angebot, das am Ende wahrscheinlich so grob 40 bis 60 Seiten umfasst. Das klingt jetzt erstmal viel, kommt aber dann doch immer ganz gut zusammen, wenn man dann sieht, was da an Arbeit reingeflossen ist. Genau, das Ganze, diese Angebotsphase schließt im Prinzip ab mit einem Pitch beim Auftraggeber, in unserem Fall bei VD in Obereisenbach am Bodensee. Das war für uns ein sehr schönes Format. Wir waren dann im Headquarter bei VD. Jede Gruppe präsentiert ihr Angebot in einer 10- bis 15-minütigen Präsentation. Und die Verantwortlichen, die dann alle da dabei sind, können dann auch Rückfragen stellen und so nochmal ein bisschen tiefer gehen. Kommt nicht immer vor, kann aber auch mal sehr tiefgreifend gehen und in Frage stellen, was man da eigentlich ausgearbeitet hat. Das ist dann immer ganz spannend. Und bei uns, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Regel, schließt das Ganze mit einer Besichtigung des Unternehmens. Bei uns ja der Hauptstandort von VD in Deutschland. Das war auch sehr spannend. Wir haben da viele Bereiche kennengelernt, haben auch nochmal deutlich mehr Informationen bekommen, die uns jetzt nochmal helfen. Das war für uns dann ein sehr schöner Abschluss dieses Tages. Und das ist jetzt nicht immer zwingend dabei, aber bei uns war es dabei. Wir haben gemeinsam eine Exkursion gemacht. Herr Für schlägt das immer vor. Bei uns ist sie dann glücklicherweise zustande gekommen. Wir sind ins Verwall gegangen, an den Arlbergs, in St. Anton gestartet und ein bisschen reingelaufen über das Wochenende dann. Also der Pitch bei VD war freitags und wir sind dann bis sonntags da als Gruppe wandern gegangen. Ja, das ist so ein bisschen, wie das Motto Work Hard, Play Hard sagt, war das ein sehr schönes Wochenende, schön für die Gruppe, tolle Erlebnisse, eine anstrengende, sehr lange, aber sehr schöne Wanderung und für uns, genau, Herr Für setzt das immer auch unter den Begriff Risikomanagement, Risikoabwägung, aber wir haben dann am Ende den Gipfel zwar nicht erreicht, aber hatten auf jeden Fall ein schönes Erlebnis dort. So. Dann darf die Maler weitermachen. Vielen Dank. Hier vielleicht noch ein kleiner Einschnitt. Und zwar wollten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie das mit uns gemacht haben. Und haben wir auch ein kleines Präsent für Sie. Das war natürlich für uns was ganz Besonderes auf jeden Fall und hat uns als Team zusammengeschweißt, nochmal für den Projektstart jetzt. Sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Sie können gerne mal die Weinflasche rausnehmen. Der Käufer des Geschenks möchte den Fokus darauf legen, dass man das Etikett einpflanzen kann. Genau, und lassen Sie sich auch den Wein gut schmecken. Und noch ein paar Fotos von dem Wochenende, was wirklich sehr, sehr schön war. Okay, ich würde dann weitermachen mit dem Start der Bearbeitungsphase, also quasi da, wo wir uns jetzt befinden, beziehungsweise die letzten 3 Wochen waren. Das ging erstmal los mit der Teambildung zu den unterschiedlichen Teilprojekten. Und dazu hat eine sehr gute Kommilitonin, die Silke, ein wunderbares Miro-Board entwickelt, in dem wir uns als Team oder als einzelne Personen erstmal noch Gedanken machen konnten, wie wollen wir in dieses Projekt starten, was ist uns wichtig in den Teams, was sind die Erfahrungen aus den vorherigen Projekten, was wollen wir besser machen, was sind meine Bedenken, wo wollen wir arbeiten, wie wollen wir miteinander arbeiten, aber auch sowas wie, was sind meine Stärken, sodass wir uns dann in den Gruppen gut aufstellen können, sodass es Macherinnen, Umsetzer, Perfektionistinnen, dass die Teams quasi bunt gemischt sind. Und das hat sehr, sehr gut geklappt und so konnten wir uns dann auch in den Teams gut zusammenfinden. Das ist quasi der Status jetzt. Außerdem, genau, haben wir einen Wertevertrag gebildet, damit alle an Bord sind für das Erwartungsmanagement und eben auch für die Learnings aus den vergangenen Projekten, dass wir hier einmal noch unterschreiben, was wir besser machen wollen.
Genau, und das war, glaube ich, auch für alle sehr gut, so in die Projekte zu starten, weil da einfach nochmal ein bisschen frischer Wind auf jeden Fall drin war. So, kann ich nur für mich sprechen. Genau. Außerdem haben wir auch quasi nochmal die Arbeitszeit evaluiert. Wir haben ja schon im Vorhinein quasi die einzelnen Teilprojekte oder Teilpakete zusammengestellt und mussten dann nochmal schauen, ist es realistisch, dass wir das in der Zeit schaffen. Das haben wir dann nochmal in den Teams evaluiert und quasi an VD nochmal zurückgespielt und geschaut. 3 Minuten. Genau, und jetzt sind wir gerade in der Projektarbeitsphase mit 20 Stunden die Woche. Es ist oder es wird wahrscheinlich relativ stressig. Ich glaube, so fühlen wir uns an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, die Menschen aus den vorherigen Praxisprojekten können das vielleicht auch nachvollziehen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, gerade das noch mit den anderen Dingen im Studium und auch vielleicht mit der Arbeit alles unter einen Hut zu bekommen. Wird spannend, aber wird bestimmt auch toll. Und der Ausblick ist, dass wir im Oktober quasi nochmal eine Evaluierung machen, um zu schauen, kommen wir so voran, wie wir uns das gedacht haben. Es ist natürlich auch ein iterativer Prozess. Sind alle Arbeitspakete so, wie wir sie quasi vorgestellt haben, überhaupt möglich zu machen? Müssen wir hier nochmal also Änderungen machen oder nicht? Und ganz wichtig auch zu erwähnen ist, dass zwischen den Teilprojekten auch viel Austausch herrscht. Das heißt, nicht jeder arbeitet irgendwie silomäßig, sondern wir versuchen auch, dass irgendwie genau, gerade Recommerce und Logistik, die hängen sehr eng miteinander zusammen, dass hier auch viel kommuniziert wird. Genau, und Abgabe des Endberichts ist dann der 23. Januar, wie ich hier sehe. Also der Januar 23, 2023, da arbeiten wir. Ah, okay. Da arbeiten wir jetzt auf jeden Fall stark drauf hin. Genau, und an euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Studium erstmal. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Es macht uns allen sehr viel Spaß und wir lernen auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja. Yeah. Eine Ergänzung noch. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Das Ganze läuft in zwei Phasen. Also das sind diese zwei Phasen gewesen. Wir haben die Angebotsphase, die Sydney und ich vorgestellt haben, und diese Projektbearbeitungsphase nach Auftragserteilung, die Mala gerade vorgestellt hat. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt dazu, beantworten wir die gerne. Ansonsten viel Spaß mit dem weiteren Thema. Okay, hallo. Juliana heiße ich. Ich habe eine Frage zur Risikoanalyse. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Arbeitet ihr da irgendwie mit NGOs vor Ort zusammen? Habt ihr Kontakte oder stürzt ihr euch in Google? Meinst du zum Korruptionsthema? Genau, ja. Ist hier ein Experte? Also ich kann mal versuchen, das zu erläutern, an dem wir jetzt in der Angebotsphase gearbeitet haben. Wir haben da versucht, mal möglichst ein umfassendes Bild zu bekommen von VD, wie das aussieht, wo denn genau die Probleme liegen. Also die ganze Lieferkette von Tier 1 bis weiter hinten mal angeschaut. Und dann gab es eben den Austausch mit Transparency International, um da mal ein Bild zu bekommen. Geschaut, was machen andere NGOs, wo gibt es schon Leitfäden, die bestehen. Und das wird jetzt eben spannend in der Bearbeitungsphase, da nochmal tiefer einzusteigen. Es geht dann wirklich darum, Informationen aus den einzelnen Ländern zu bekommen, um das zu analysieren, am Ende auch natürlich ein Tool zu erstellen, wie das Ganze beobachtet werden kann und gemonitort werden kann, wie Verstöße erkannt werden können. Was wollte ich jetzt anschließen? Für VD handhabbar ist natürlich am Ende, sodass wir da einfach insgesamt einen guten Überblick bekommen. Wir haben natürlich keinen direkten Kontakt aktuell in die Länder. Da kommt es dann darauf an, wie jetzt vielleicht Workshop-Formate ausgestaltet werden mit VD zusammen, um nochmal weiter an Informationen zu kommen, wenn wir da keinen Zugang haben als studentisches Team. Ich glaube, heute ist jetzt keiner da, der in der Bearbeitungsphase an dem Thema arbeitet. Deswegen sind wir nicht die 100%igen Experten gerade. Okay, danke. Logistik ist ja BEAT 2015-16 auch diesmal wieder ein wichtiges Thema. RASUM ist aber gar kein Logistikstudiengang. Wie ist das möglich, dass das dann trotzdem bearbeitet wird? Möchte ich mich erstmal herzlich für diese Frage bedanken. Werdet ihr auch zugleich beantworten. Natürlich ist Logistik heutzutage ein großes Thema. Also viele von euch wissen, glaube ich, dass gerade so Retourensendungen zum Beispiel auch oder Logistik als Ganzes extremen CO2-Ausstoß hat. Dementsprechend halt auch einen großen
Schwerpunkt ist für nachhaltige Unternehmen, die CO2-Ausstöße zu reduzieren. Wenn wir jetzt wirklich ein Logistikkonzept haben, was halt 50% weniger Fahrten hat, können wir damit extrem dazu beitragen, dass ein Unternehmen nachhaltiger wird und dementsprechend halt auch ganzheitlich die CO2-Emissionen über die ganze Wertschöpfungskette hinweg senken. Außerdem ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen, wir sind ja sehr interdisziplinär und alle haben sehr unterschiedliche Hintergründe und wir haben, sind schon relativ breit aufgestellt und haben da auch unterschiedliche StudentInnen, die da schon Expertise mit reinbringen und sie sich auch gut aneignen können. Genau, das vielleicht in Verbindung. Möglicherweise kommt auch manche Expertise dann von VG. Ja, genau. Das wäre auch gut. Weil das ja eine sehr intensive Zusammenarbeit glücklicherweise ist. Es ist ja nicht so, dass hier in Darmstadt sozusagen die Weisheit mit Löffeln verabreicht wird, ja. Auch nicht in Rasum. Von daher leben die Praxisprojekte davon, dass sich das Unternehmen mit seinem Know-how, mit seinem Wissen und auch seinem impliziten Wissen vielleicht da auch mit einbringt. Das werden wir dann vermutlich auch beim nächsten Praxisprojekt auch nochmal hören. Gut, hat das jemand noch zu einer weiteren Rückfrage, zu einem weiteren Stirnrunzeln gebracht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal herzlichen Dank an Sie drei und den ganzen Jahrgang. Und dann können wir schon weitermachen mit KSB. Da war vorgesehen, dass die Rasum-Studierenden starten, das machen wir auch so, und dann sollte eigentlich Herr Michalik die Sicht von KSB darstellen, der ist aber heute in Berlin auf einem Termin und der hat mir mitgeteilt, dass statt seiner Romy Möller etwas aus KSB-Sicht sagt. Ich weiß nicht, ob Romy Möller sich mittlerweile eingewählt hat. Meine Versuche, Sie auf einem Mobiltelefon zu erreichen, war nicht von Erfolg gekrönt. Möglicherweise muss ich dann die Rolle von Herrn Michalik oder Romy Möller gleich spielen. Bereite ich mich gleich schon mal darauf vor, während das Rasum-Team erzählt, wie der zweite Teil des Praxisprojektes hier abgelaufen ist. Dann, ja. Ja. Hallo, herzlich willkommen auch von uns. Wir sind Juliana, Anna und ich bin Jan. Willkommen zu unserem Vortrag, zu unserem bereits abgeschlossenen Praxisprojekt. Wir sind im Februar fertig geworden. Ja. Das heißt, wir mussten erstmal ein bisschen im Gedächtnis und in den Unterlagen graben. Man hat sich ja dann doch gedanklich ein bisschen davon verabschiedet. Der eine oder andere hat danach eine Auszeit genommen, ein Urlaubssemester oder ein Auslandssemester gemacht, derartiges, ja. Trotzdem freuen wir uns, euch nochmal präsentieren zu können, wie das Ganze dann bei uns ablief. Organisatorisch vom Ablauf her knüpfen wir also relativ nahtlos an den Vortrag eben, fangen da an, wo die Angebote bereits vorgelegt und auch schon ausgewählt wurden. Also genau das gleiche Prozedere war bei uns auch so. Wir haben Angebote vorgelegt und KSB hat dann so ein schönes Cherry-Picking machen können und sich hier und da die besten Teilprojekte raussuchen können. Und uns dann eben nochmal einen endgültigen Arbeitsauftrag für die Bearbeitungsphase gegeben. Dann haben wir die Teams gebildet, nicht mit einem ganz so ausgefallenen Prozess, wie eben dargelegt wurde, aber haben eben auch unsere Gruppen zusammengestellt für die Bearbeitung und wollen euch jetzt heute vorstellen, wie dann genau die Bearbeitung aussah. Teile der Ergebnisse sind natürlich sensible Daten, da geben wir eher so einen Überblick über die Arbeitsweise, wie wir das Ganze angegangen haben. Da werdet ihr auch wieder alle möglichen Tools und Methoden finden, die man im Rasum-Studium eben so lernt, von Workshops bis irgendwelchen externen Tools, die wir verwendet haben, war da alles dabei. Und wir hatten auch drei Teilprojekte und werden jetzt mal mit dem, Moment, ich kann nochmal erstmal weiterklicken. Ja, die seht ihr hier unter Punkt 2. Das war also einmal ein ganzheitliches Risikomanagement, dann das Thema Ressourcenoptimierung und das Thema Sustainable Finance und EU-Taxonomie. Vielleicht so zum generellen Einstieg noch, KSB, das war das erste Praxisprojekt mit der Firma, ist ein großer Pumpenhersteller. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal so sagen, denke, das kann ich mir rausnehmen, waren die noch an ein bisschen anderen Punkt als jetzt VD, ist ja auch klar, die sind jetzt beim dritten Praxisprojekt. Das heißt, ich würde sagen, wir haben da auch eine recht noch hohen Flughöhe angesetzt
und uns auch viel erstmal mit dem Ist-Zustand im Unternehmen beschäftigt. Da mussten erstmal Prozesse und Zustände ja ausfindig gemacht werden, überhaupt mit dem Unternehmen gemeinsam erarbeitet werden. Wie ist der Status quo und wo will das Unternehmen dann auch hin? Das heißt, ja, jetzt stellen wir euch mal vor, wie wir dabei vorgegangen sind, und beginnen tut Anna. Ja, vielleicht erstmal allgemein noch zu unserer Arbeitsweise. Also wir hatten 3 Teams eben und wir sind eigentlich alle mehr oder weniger gleich vorgegangen. Natürlich regelmäßige Treffen via Zoom, auch Surefix mit dem Praxispartner haben wir, also in unserem Team, glaube ich, wöchentlich angesetzt oder auch 2-wöchentlich, und dann halt noch die Workshops, die geplant waren, aber auch mal kurzfristige Telefonate, wenn irgendwas geklärt werden musste. Für die Workshops, also bei uns war alles online eben. Wir haben größtenteils immer Miro benutzt, um jetzt mit KSB zusammenzuarbeiten. Intern haben, also wir, unser Team, über Teams gearbeitet, alles protokolliert und so weiter und so fort. Und genau, Protokoll geführt und eben auch nebenbei, aber auch klar eher gegen Ende dann den Projektbericht auch verfasst. Genau, also bei uns war es eben der November 2021 der Startpunkt. Also da haben wir dann nochmal auch den Ist-Zustand abgeglichen, so wie ihr das jetzt eigentlich auch gemacht habt. Dann war die Bearbeitungsphase und ab dem 21. Januar, oder ich glaube bei uns war es dann im Februar, es hat sich ein bisschen verspätet oder ein bisschen nach hinten gerutscht, die Abgabe, genau, war dann unser Projekt sozusagen zu Ende. Genau, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Thema, ganzheitliches Risikomanagement im Projektgeschäft. Unser Team hat das bearbeitet, nochmal kurz um abzuholen, was war hier der Problemimpuls. Das Projektgeschäft bei KSB zeichnet sich aus durch einen hohen Abwicklungsaufwand, durch komplexe technische Spezifikationen. Die Projekte gehen über mehrere Jahre und haben auch eine komplexe Lieferkette, also das sind wirklich so spezielle Großprojekte. Und gerade da eben, gerade diese Großprojekte bergen Risiken, und hier hat eben KSB gefordert, dass wir ein Risikomanagementsystem aufbauen, gemeinsam mit Ihnen, um mit diesen Risiken angemessen umzugehen. Um dann eben, das war auch eben eine Forderung, die Chancen aus dem Projektgeschäft auch wirklich nutzen zu können. So, unsere Ergebnisse waren, ich sag mal, in 3 Bereichen. Zum einen haben wir den Prozess an sich aufgebaut, das war dann ein 2-stufiger Risikomanagementprozess im Projektgeschäft. Dann gab es das Thema Risikomanagement-Software, denn es war eben auch gefordert, dass der ganze Prozess auch durch eine digitale Lösung, also durch eine Software eben unterstützt wird oder auch vereinfacht wird eben. Und das dritte große Thema war Wissens- und Erfahrungsmanagement. Das war gar nicht so am Anfang im Fokus gestanden, aber während der Bearbeitung durch die ganzen Workshops haben wir das dann rausgekriegt, auch dass das wirklich ein Wunderpunkt ist und der dann wirklich auch dazu beiträgt, dass eben das Risikomanagement auch funktionieren kann. Ja, der 2-stufige Risikomanagementprozess, das heißt einfach, dass in der ersten Stufe immer allgemeine Risiken, also übergreifende Projektrisiken identifiziert werden, und in der zweiten Stufe dann die spezifischen für jedes Projekt, weil jedes Projekt eben einzigartig ist im Projektgeschäft. Und genau, hier haben wir eine Workshop-Reihe durchgeführt, aber auch die Konzeption dann mit an die Hand gegeben, eine Prozessanalyse gemacht, Risikoidentifikation, Bewertung, so wie wir es gelernt haben. Daraus entstand dann ein Risikokatalog mit übergreifenden Risiken, die bei jedem Projekt auch auftreten können. Und wir haben auch die Risiken visualisiert anhand von Ishikawa-Diagrammen. Und ja, ich denke mal, so ein kleines Herzstück von unserem Team war das Excel-basierte Risikoinventur-Tool, was auch ein Dashboard und ein Glossar inne hatte. Hier sieht man einen Screenshot, man kann jetzt nicht viel erkennen, aber man sieht eben das Dashboard, das hier diese allbekannte Heatmap ist, dass man eben die pro Projekt eben sieht, welche Risiken es gibt und wo sie stehen. Dann haben wir auch noch Key Risk Indicators definiert fürs Monitoring einfach oder für die Früherkennung auch von Risiken und einen Lessons Learned Leitfaden entwickelt, weil, also die Projekte sind zwar alle individuell, aber trotzdem kann doch dann aus jedem Projekt wieder was gelernt werden, was für andere auch relevant ist. Dann das Thema Risikomanagement Software. Hier stand zu Beginn unser Bedarfsanalyse-Workshop, wo wir anhand von User Stories die Anforderungen gemeinsam mit verschiedenen Teilnehmenden erarbeitet haben. Da sieht man jetzt einen Screenshot vom Miroboard. Hier haben wir zum Beispiel die Kopfstandmethode angewendet. Dann haben wir diese Anforderungen gewichtet, spezifiziert nochmal, haben dann eine Marktanalyse durchgeführt von bestehender Risikomanagement-Software,
haben dann ein Lastenheft geschrieben, wo die User Stories auch mit drin waren, dann eine Ausschreibung gestartet. Und hier war dann unser Ende, dass wir eine Vorlage noch geliefert haben für eine Nutzwertanalyse. Also wir haben die Auswahl des Anbieters dann nicht mehr mitgemacht, aber wir haben eben diese Nutzwertanalyse vorgelegt, sodass es dann an KSB gut übergeben werden konnte. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Konzeption für die Nutzbarkeit bestehender Tools vorgelegt, weil wir einfach gemerkt haben, also das ganze Thema Software war halt sehr heikel, sage ich mal, weil also der Prozess muss ja zunächst stimmen und vielleicht ist eine externe Software doch nicht die Lösung, vielleicht können die vorhandenen Tools doch genutzt werden, wenn man sie einfach ein bisschen vielleicht abändert oder die Nutzung einfach ein bisschen abändert. Also sind wir da so mehrgleisig gefahren, was das Thema Software angeht und eben am Ende auch, wie ich schon gesagt habe, das Excel-basierte Risikoinventur-Tool noch abgeliefert haben, womit sie erstmal einfach starten konnten, bis dann ein entsprechender Anbieter ausgewählt ist. Genau, dann noch das Thema Wissens- und Erfahrungsmanagement. Hier hatten wir eine Gruppendiskussion und Einzelinterviews. Das ist auch ein wertvolles Tool, also die Einzelinterviews, wenn man da einfach nochmal ganz viele Informationen bekommen hat und wir eben gemerkt haben, dass es ein Wunderpunkt ist. Thema Fehlerkultur, Kommunikation, die natürlich auch durch das Ganze, also durch die Pandemie gelitten hat, dass alles auf online umgestellt wurde, so ein informeller Austausch etc. hat gefehlt. Und hier haben wir dann als Gestaltungsoption ein Konzept für Impulsvorträge vorgelegt, womit einfach das Wissen aktiviert werden kann und auf eine kreative Weise vielleicht auch einfach dann weitergegeben werden kann. Und außerdem haben wir ein Konzept für ein Mentoring-Programm und den sogenannten KS Buddy vorgelegt, was auch einfach nochmal die Wissensvermittlung stärker fokussiert. Und dann am Ende, also es ist einfach beim Praxisprojekt so, man arbeitet und gerade gegen Ende kommen einem immer mehr Ideen und irgendwann muss man einfach, sage ich mal, eine Grenze ziehen, was arbeitet man jetzt noch aus und was ist vielleicht einfach perspektivisch mit an die Hand gegeben und deswegen endet eigentlich jedes, das Praxisprojekt in so einer Roadmap, wo man einfach aufzeigen kann, was sind jetzt die nächsten Schritte, was wurde schon geliefert und genau, das ist dann sozusagen die Übergabe ans Unternehmen. Ja, dann macht Jan weiter. Ja, mein Team hat sich mit der Ressourcenoptimierung beschäftigt. Das hat zwei Teilgebiete umfasst, nämlich einmal Material Compliance und einmal Circular Economy. In beiden Feldern wollte sich KSB weiterentwickeln und auch so ein bisschen seinen, wie ich schon gesagt habe, so seinen Status quo erstmal erheben. Wo stehen wir überhaupt? Denn beide Felder kamen eher von außen aufs Unternehmen zu. Ihr kennt ja bestimmt schon die REACH-Verordnung zum Beispiel, mit denen wurden jetzt immer mehr konfrontiert und haben immer mehr die Bedeutung und die Auswirkungen davon zu spüren bekommen und hatten im Prinzip den Wunsch, dass am Ende sowas Ähnliches bei rauskommt, wie aus dem ersten Themengebiet, nämlich so eine Art Roadmap. Was gibt es für einzelne Bausteine, wie wir überhaupt damit umgehen können und diese Themen tackeln können, um uns da besser aufzustellen. Bei der Material Compliance haben wir das mithilfe einer SWOT-Analyse sichtbar machen wollen. Dazu haben wir Interviews durchgeführt, und zwar mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus ganz unterschiedlichen Abteilungen. Vertrieb, Lieferantenmanagement, Sales Support, nur einige Beispiele. Und dann die Erkenntnisse, die sich daraus hinsichtlich der Material Compliance ergeben haben, in so eine SWOT-Matrix eingebaut. Also auf der Seite der internen Analyse Stärken und Schwächen analysiert und von der externen Betrachtungsweise daraus eben Chancen und Risiken abgeleitet, die sich dadurch ergeben. Und dann mit diesen vier Fragen, die hier stehen, versucht das auf den Punkt zu bringen. Was kann KSB tun? An welchen Stärken muss gearbeitet werden, um Chancen zu erarbeiten oder Risiken zu minimieren? Und welches sind vielleicht besonders riskante Schwachstellen, also wo man unbedingt mit einer Art Verteidigungsstrategie angreifen sollte? Im Bereich der Circular Economy haben wir nochmal zwei Unterteilprojekte gemacht, um da den Status quo besonders zu erheben und auch gleichzeitig schon um Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Zum einen haben wir eine Workshop-Reihe durchgeführt, in mehreren Sitzungen, auch wieder mit ganz divers zusammengesetzten Teams innerhalb von KSB. Ist übrigens absichtlich so klein gelassen, dass man nichts erkennt. Das soll nur veranschaulichen, dass wir mit Miro-Boards gearbeitet haben. Hier unten rechts sieht man zum Beispiel, da haben wir so eine Art Impact-Matrix gemacht, hatten also vorher externe und interne Faktoren, die irgendwie mit Circular Economy zu tun haben und diese beeinflussen können, erarbeitet, auch schon in Diskussionen, und haben dann in so einer Konsensfindung versucht herauszufinden, wie sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen.
Und dann kann man zum Beispiel jetzt, also fiktives Beispiel sagen, Führungsstil und Kultur beeinflussen, wie mit Datenmanagement im Unternehmen umgegangen wird. Beide sind für sich auch schon wichtig für Circular Economy, aber weil Führung eben wiederum auf das Datenmanagement wirkt, jetzt rein fiktiv, wie gesagt, kann man dann eben so Summenscores bilden und hat dadurch so eine Art aggregierten Konsens, wie bedeutsam diese Faktoren wirklich sein können. Und auch oben sieht man, wie wir mit so einer Art Flipcharts online, war alles remote ja bei uns, eben gearbeitet haben, um die Themenschwerpunkte zu erarbeiten und dann auch Handlungsoptionen konkret zu erarbeiten. Andererseits haben wir ein externes Tool benutzt, und zwar von der Ellen MacArthur Foundation, die eigentlich so den Begriff der Circular Economy mitgeprägt haben. Das Tool nennt sich Circulytics und ist ein riesiges, ziemlich komplexes Excel-Tool. Und hier seht ihr den Outcome. Die Ergebnisse sind geschwärzt, aber da kann man eben sehen, dass es sich sowohl auf einer sehr strategischen Ebene oben bewegt, aber auch bis in Produktflüsse unten reingeht, wo also wirklich konkrete Zahlen zu Abfalldaten oder Beschaffungsdaten, wie viel unseres beschafften Stahls ist, Recyclingmaterial etc. umfasst. Und daraus haben wir dann eben diese Roadmap entwickelt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben das unten in 6 Zielkriterien eingeteilt und dann links seht ihr die Ebenen, in denen wir die Bausteine sortiert haben. Level 1 sind eben Grundlagen für die nähere Zukunft und ganz besonders wichtig. Level 2 sind auch noch essentiell und Level 3 sind dann so good to have Gimmicks. Ich nutze jetzt die letzten Minuten, um Thema 3 einmal kurz durchzurocken. wir haben... Ich wurde hier schon die gelbe Karte wird gezeigt. ja, das stimmt. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Thema 3 war Sustainable Finance und die EU-Taxonomie und die war damals halt natürlich noch neuer als heute. Und KSB, also unser Ist-Zustand war, okay, wir alle haben relativ wenig Ahnung. Wir hatten in den Semestern davor inhaltlich schon ein bisschen was lernen dürfen. Und als Output haben wir dann am Ende von dem Praxisprojekt ganz haptisch 2 Excel-Tabellen, 2 Excel-Tools KSB an die Hand geben können, die wir mit einem Handbuch unterfüttert haben. Das heißt, pro Auftrag hat KSB die Möglichkeit, dieses Excel-Tool zu nutzen, um die Wirtschaftsaktivitäten auf Taxonomiekonformität zu prüfen. Dahinter liegt eine andere Excel, die immer wieder mit den neuen Informationen, die jetzt gekommen sind in den letzten Jahren und auch noch kommen werden, gefüttert und aktualisiert werden. Das heißt, wir hatten auch 2 Handbücher. Das eine Handbuch nur für den User, der pro Auftrag die Excel genutzt hat, und dann noch einmal das Admin-Handbuch, was erklärt hat, okay, wie aktualisiere ich eigentlich die Excel? Und das war ganz schön viel Arbeit. Wir hatten zum Glück 2 wirklich sehr kompetente Damen und Herren, die sich mit Excel gut auskannten. Die sich damit nicht gut auskannten, haben versucht, das an Fallbeispielen durchzuspielen und dadurch ein Handbuch zu erstellen. Und das Taxonomy Alignment Check, das auf 2. Ebene zu sehen ist, das war ein Fallbeispiel, was wir dann KSB an die Hand gegeben haben. Dann haben wir einen Workshop gemacht und sind die Excel einmal mit allen durch, haben Feedback eingeholt, haben wieder angepasst. Und im Grunde genommen war das unser Output und unser Ergebnis von den 3 Monaten. Und wenn ich das so höre, denke ich, wie haben wir das nur geschafft? Aber wir haben es irgendwie geschafft. Und auch am Ende hatten wir eine Roadmap. Oder wir haben im Grunde genommen uns überlegt, okay, es ist das Ende vom Projekt, aber wir würden gerne noch so viel mehr machen. Und haben dann zunächst einmal dieses Spinnendiagramm erstellt. Das Blaue ist der Ist-Zustand, wo wir gestartet sind. Das Orangene war dann der Endzustand, Anfang Februar, Ende Januar. Und mit unserer Roadmap, mit unseren Ideen wollten wir KSB zeigen, hey, wenn ihr das noch mit dazu nehmt, könnt ihr eure Kompetenzen in diesen verschiedenen Kategorien noch weiter ausbauen, um so ein bisschen einen Ausblick zu geben und auch zu motivieren, bleibt dran, das könnt ihr noch machen. Und dann hatten wir ganz zum Schluss, wie bei den anderen 2 Themen auch, dann noch eine Roadmap, einfach ein paar Ideen, ein paar Meilensteine, wo wir gesagt haben, okay, das halten wir für sinnvoll, so schafft ihr es, adäquat nach der EU-Taxonomie zu reporten. Wir haben noch ein paar Takeaways für euch, Studis.
Und zwar das Erste, was uns so aufgefallen ist, ist, das zeitliche Ende des Projektes ist nicht das Ende des Projektes. Und das ist das Schöne am Projektmanagement eigentlich. Und da hilft, also die Herausforderung dabei ist, diesen Rahmen zu setzen, sich daran zu halten, aber auch keine Angst davor zu haben, den ein bisschen dynamisch zu erweitern. Dann mit kurzfristigen Terminverschiebungen rechnen und damit einfach, also das Zeitmanagement ist das A und O. Protokolle, schreibt gute Protokolle, schreibt mit. Das ist wirklich wichtig. Also die haben uns, Pia, danke, du hast so gute Protokolle geschrieben. Die waren am Ende sehr, sehr hilfreich. Und auch wirklich klar zu definieren, Ist- und Zielzustand. Einfach immer wieder sich vor Augen führen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Jan hat Fokus Akteure und deren Anreize und Hemmnisse, das Mitdenken, wer ist hier mit, wer macht mit, wen betrifft das? Auch wenn ich nicht mit diesen Personen, mit denen ich gerade in meinem Teams-Termin bin, heißt das nicht, dass mein Projekt nicht andere Leute auch betrifft. Also denkt alle Akteure mit in eurem Pool. Genau, und die Teilnahme von Mitarbeitenden aus den verschiedenen Bereichen ist besonders wertvoll und fragt da auch gerne nach. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst mal mit dem Einkauf oder dem Vertrieb sprechen, sprecht das an. Und also ich weiß noch, bei uns war, glaube ich, jemand vom Einkauf einmal da und das war so hilfreich und hat uns so viele neue Ideen noch gebracht und uns auch realistische Ziele einfach setzen lassen können, dass wir euch das genau mitgeben wollen, diese 5 Punkte. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Ja, ganz herzlichen Dank. Romy Möller ist inzwischen auch da. Bist du bereit, sozusagen die Sicht von KSB zu ergänzen? Dann können wir die Fragen vielleicht hinten dran machen. Vielleicht ein Punkt zwischendurch. Manche von früheren Jahrgängen werden gesehen haben, dass die ein oder andere methodische Feinheit sozusagen auf den Schultern der früheren Jahrgänge aufbaut. Das ist immer so und das heißt, die Praxisprojekte werden auch immer anspruchsvoller und die Ergebnisse immer besser. So, ja, erstmal vielen Dank und herzlich willkommen. Ich darf die KSB heute hier vertreten, etwas spontan, muss ich sagen, eingesprungen und versuche mein Bestes hier auch die Unternehmenssicht von KSB zu vertreten, weil ich nicht direkt im Projekt involviert war, sondern eher diejenige war, die die Fäden zusammengebracht hat, damit die richtigen Personen zusammenkommen und dieses Projekt dann letztendlich auch zum Erfolg werden kann. Die einzelnen Projektteams haben ja am Anfang ihre verschiedensten Angebote gemacht. Für KSB war das erstmal erschlagend. Mit diesem Umfang und dieser Tiefe der Ausarbeitung hat KSB nicht gerechnet. Das ist das, was wir sonst von Unternehmensberatung vielleicht kennen, aber auch nicht in der Qualität unbedingt. Also da erstmal ein großes Lob an die Studierenden, auch in der Ausarbeitung der finanziellen Aspekte dieser Angebote war KSB erstmal überrascht, weil sie dachten, das müssen wir zahlen. Nachdem sich das dann aber aufgeklärt hat, dass das in einem Praxisprojekt eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist, KSB gibt Ressourcen, Informationen und Projekte, die wirklich in der Wirtschaft relevant sind und aktuell auch eine Thematik für KSB darstellen und die Studierenden können sich daran messen, daran ihr ganzes Wissen, was sie in dem Studiengang erarbeitet haben, auch einbringen und gucken, haben sie alles verstanden, haben sie alles gelernt, ist es relevant und das quasi auch auf dem Unternehmen spiegeln. Und ich denke, das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für die Studierenden. Für uns bei KSB ist das immer eine gute Zusammenarbeit. Wir arbeiten gerne mit Universitäten und auch Studierenden zusammen, weil wir den Mehrwert jedes Mal auch erkennen. Gerade die Studierenden sind sehr innovativ, sehr bereit, hier ihre Ideen und ihr Wissen auch zum Tragen zu bringen und einzubringen und sind für KSB deswegen auch ein Innovationstreiber. Ja, allein die Ideen und die Vorschläge, die am Ende als Ergebnisse vorgestellt wurden, haben einiges bei KSB bewirkt. Es ist nicht so, dass das alles in der Schublade versandet,
wird auch nicht, sondern es hat auch teilweise bis zum Vorstand, ein Aufschrei ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch eine Bewegung gegeben, die jetzt weiter verfolgt wird und in verschiedensten Aktivitäten auch weiter einfließt und weiter gearbeitet wird. Das, was die Studierenden erarbeitet haben, können wir aus Unternehmenssicht als sehr, sehr wertvoll erachten. Und da ein großes Dank und ein großes Lob an die Studierenden in ihrer Ausarbeitung, in der Zusammenarbeit mit KSB, in der Zusammenarbeit als Team und den verschiedensten Thematiken und Herausforderungen, die sich da auch ergeben haben. Welche Herausforderungen hat ein Unternehmen denn normalerweise? Ein Unternehmen hat grundsätzlich erstmal immer begrenzte Ressourcen und auch eine begrenzte Sichtweise. Es arbeitet in seinem eigenen operativen Bereich. In jeder Funktion, jeder Mitarbeiter arbeitet erstmal in seinem Bereich und die Schwierigkeit besteht natürlich, aus dieser Komfortzone herauszutreten und entsprechend die Input, was von den Studierenden kam, auch zu nutzen und das zu hinterfragen, dass die Fragen, die aufkamen, auch mitzunehmen und dann auch in das Unternehmen weiterzutragen. Bei KSB besteht noch weiterhin die Herausforderung, dass wir ein nicht unbedingt einfaches Produkt und auch nicht einfache Prozesse haben, weil wir in so vielfältigen Branchen unterwegs sind. Von Nahrungsmittel über Chemie, Mining haben wir nahezu alles im Portfolio. Von einer ganz kleinen Pumpe bis zu einer riesengroßen Pumpe, wo Sie durchlaufen können. Und das Ganze im Bereich Armaturen auch nochmal. Das heißt, für die Studierenden war es natürlich die Herausforderung, dieses komplexe Wissen zu erfassen. Für uns dieses Wissen weiterzugeben, dass die Studierenden dann natürlich auch mitarbeiten könnten. Dann haben wir die Herausforderung, dass wir eine Vielzahl an verteiltem Wissen auch im Unternehmen haben und die richtigen Personen an die richtige Stelle zu bekommen, zu kontaktieren, auch in zeitlicher Hinsicht, dann ist gerade Urlaub etc. Insofern hat es sich als sehr großen Vorteil dargestellt, dass dieses Projekt eben nicht nur über, wie man es häufig hat, ein Monat oder zwei Monate läuft, sondern ein halbes Jahr. Das ist ein absoluter Mehrwert sowohl fürs Unternehmen und ich denke auch für die Studierenden. Eine weitere Herausforderung für uns als Unternehmen tatsächlich im täglichen Doing ist die Vielzahl an rechtlichen Anforderungen. Und die werden mehr, die werden nicht weniger. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit passiert im Moment unheimlich viel und dem die ganze Zeit zu folgen und Herr zu werden, was kommt da auf uns zu, was hat das tatsächlich für eine Auswirkung für uns als Unternehmen, ist einem Unternehmen in seinem täglichen Arbeitstun nicht immer bewusst. Insofern war die Zusammenarbeit mit den Studierenden allein deshalb sehr, sehr erfolgreich. Für uns besteht weiterhin natürlich die Herausforderung, selbst wenn wir es wissen, diese Informationen aktuell zu halten, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, das Wissen wieder einzuholen, wieder an die Stellen zu bringen, wo es hingehört, damit es entsprechend weiterverarbeitet werden können, weitere Projekte initiiert werden können, die zum Beispiel rechtliche Anforderungen damit ermöglichen. Das, was jetzt bei den Studierenden auch rauskam, ist ein tatsächlicher Problemfall auch für uns im Unternehmen, die zeitlichen Ressourcen. Deswegen kam es halt auch zu Terminverschiebungen, die auch mal kurzfristig sind. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich als Unternehmen immer bereit, den Input aufzunehmen und natürlich dann auch die Zeit zur Verfügung zu stellen. Weil je mehr Zeit wir als Unternehmen den Studierenden in diesem Projekt widmen, umso mehr als Ergebnis, als positives Ergebnis kann das Unternehmen natürlich rausziehen. Und letztendlich ist auch eine Herausforderung, immer die richtigen Personen zur richtigen Zeit zusammenzubekommen. Das ist in Meetings sehr, sehr schwierig, zu Corona-Zeiten noch viel schwieriger oder auch vielleicht sogar einfacher, weil dann halt alles virtuell stattfindet. Virtuell hat natürlich auch wieder andere Herausforderungen, wo man sich in Persona dann nicht so gut austauschen kann, sondern auf Tools zurückgreifen muss, wie zum Beispiel den Myroboard, um die entsprechenden Informationen sinnvoll zu sammeln, zu strukturieren, weiter zu verarbeiten und weiterzugeben. Das sind Herausforderungen, vor denen stehen wir als Unternehmen und wir stehen natürlich auch mit Blick auf Risiko und auch Nachhaltigkeitsmanagement vor sehr großen Herausforderungen und sind als Unternehmen dort sehr fokussiert, auch das als Innovationstreiber mitzunehmen.
Also diese Veränderungen, die auf uns zukommen, auch in rechtlicher Hinsicht, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht, sind für uns ein Treiber für die Innovation, um uns zu verändern, zu verbessern, die Prozesse so aufzustellen, dass wir dann auch zukunftsfähig sind und weiterhin am Markt erfolgreich sein können. Und das Projekt mit den RASUM-Studierenden hier war insofern ein großer Erfolg und dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Studierenden, an alle nachfolgenden Studierenden, die dann noch kommen werden. Scheut euch nicht davor, genau was die Vorredner gesagt haben, Fragen zu stellen, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg, zu verstehen, was will der andere eigentlich? Wo will er drauf hinaus und was ist das eigentliche Problem dahinter? Also geht raus in die Welt und fragt. Ja, eine Frage war schon von Frau Roh. Sie bereitet sich da hinten vor an dem Tisch, hat aber noch kein Mikrofon. Eine Frage an die Studierenden wäre, ob das Projekt dann auch aufgehört hat zu dem Zeitpunkt oder ob ihr KSB auch noch weiter ein bisschen begleitet habt. Oder wie war die Abnabelung? Ich bin nicht ganz sicher. Also, du willst über den Abschluss des Projekts jetzt Bescheid wissen. Es gab einen Abschlussworkshop, der konnte auch leider nicht in Präsenz stattfinden, aber da haben wir die Ergebnisse an KSB präsentiert in den einzelnen Teilgruppen. Ich glaube, die Taxonomiegruppe hat sogar nochmal so einen detaillierteren halbtägigen Workshop gemacht, oder? Ja, schon vorher so ein Webinar. Ah ja, genau. Mhm. Richtig. Und dabei hat dann die Übergabe stattgefunden und alles andere ist quasi in Textform, in den Projektbericht übergeben worden und damit hat das Projekt dann geendet. Mir wäre jetzt nicht bewusst, dass noch jemand von uns irgendwie dort noch aktiv ist. Nee. Es gab noch anschließend, als Präsenz wieder möglich war, einen Betriebsbesuch. Der war auch sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Und da haben wir dann auch nochmal von den einzelnen Themenverantwortlichen gehört, was sie davon aufgreifen und wie sie es aufgreifen. Und es war sehr schön zu sehen, dass alle Roadmaps aufgegriffen wurden, die ja in sich einen zeitlichen Verlauf haben. Aber jetzt die Frage, ist zum Beispiel eine Masterarbeit daraus hervorgegangen, die einen Strang nochmal verfolgt? Meines Wissens nicht. Ich würde sagen, noch. Noch nicht, ja, möglicherweise. Aber dadurch, dass Romy Möller ja im Studiengang weiter unterrichtet, gibt es jedenfalls den Kontakt zu dem Unternehmen. Und der Betriebsbesuch endete so ungefähr mit den Worten, ja, so im ähnlichen Rhythmus wie bei VD könnte man auch bei KSB dann wieder mal ein Praxisprojekt machen. Wir geben Ihnen 2 Jahre Zeit, sich zu erholen, ja, Kraft zu schöpfen, ja, und dann kommen wir wieder. Ja, wenn das gewünscht ist. Ja, ja, sehr gerne. Ja, genau. Auch nochmal eine Frage an die Studierenden, die es gerade vorgestellt haben. Ihr habt, ich glaube, 2 Teilprojekten von den relativ umfangreichen Excel-Tools jetzt berichtet und auch die Software-Evaluation oder Auswahl. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir das so ein bisschen weggeschoben haben nochmal von uns, weil wir uns nicht so ganz rangetraut haben. Gab es bei euch da schon so krasse Experten, dass ihr das ausarbeiten wolltet oder hat sich das einfach ergeben und ihr habt euch dann auf den Weg gemacht? Ja, also ganz unterschiedlich. Also wir hatten bei uns 2, die kannten sich ein bisschen mit Formeln und Excel aus und haben sich dann einfach daran getraut. Das war für uns halt die beste Lösung, also bezüglich der Taxonomie. Und mit der Software weiß ich gar nicht, ob wir da Experten hatten. Ja, wir hatten eine Kommilitonin, die hat sich ganz gut ausgekannt. Wir haben uns auch nicht von Anfang an dran getraut. Wir wollten es auch erstmal mal so ein bisschen wegschieben und hatten unseren Fokus erstmal auf die Marktanalyse von Standardsoftware gelegt, um da zu gucken, was gibt es denn am Markt für Potenziale. Allerdings kam dann auch im Austausch raus, ja, es ist halt auch ein sehr, sehr kostenaufwendiger Punkt, der für die Zukunft wahrscheinlich schon eine Relevanz hat, aber vorerst, um starten zu können, ist halt das gängige Tool erstmal eine Excel-Inventur und Bewertung. Genau, also haben wir das dann im zweiten Schritt so ein bisschen gemacht und da sind wir auch der Annabelle sehr dankbar,
dass die da so ein Excel-Crack war und das gemacht hat. Ja. Ja, vielleicht noch, ich bin ja auch kein Excel-Crack und werde auch keiner mehr, aber ich war schwer beeindruckt wirklich von diesem vielschichtigen Taxonomie-Tool, was wirklich sehr anwendungsreif ist. Und im Grunde habe ich gesagt, ja, gründet ein Start-up und vermarktet das. Ja, offenbar ist sozusagen das noch nicht entschieden, dass es das Start-up gibt, sagen wir es mal so. Ja, aber von der Qualität her hätte das auf jeden Fall das Potenzial, ohne Frage. Was ich aber berichten kann, ist, dass einer aus dem Team sich beworben hat auf eine Werkstudentenstelle für die Masterarbeit. Und da ging es um Taxonomie. Und ganz viele haben sich beworben und der Unternehmensverantwortliche hat dann erzählt, ja, die haben uns alle angehört, alle haben gesagt, oh, ein tolles Thema, würde ich mich gerne mal mit befassen. Ja, und einer kam, ja, tolles Thema, habe ich schon gemacht. Ja, ist klar, wer dann die Masterarbeit da schreibt. Ja, also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall, aber ist noch eine Nachfrage, ja. Nicht direkt dazu, deswegen, wenn Sie noch was anbringen wollten. Genau, was jetzt, glaube ich, nicht ganz so rauskam, ist, inwiefern diese Tools, die ja sehr anwendungsfreundlich waren, dann wirklich direkt integriert wurden jetzt bei KSB. Oder ob das erst noch kommt oder vielleicht auch gar nicht kommt. Also da müsste ich nochmal Rücksprache halten bei den Kollegen. Das habe ich jetzt im Vorfeld leider nicht mehr machen können, weil ich mittlerweile schon in anderen Projekten wieder drin stecke. Das, was ich aber weiß oder gehört habe, ist, dass diese Tools verwendet werden sollen und weiter ausgebaut werden sollen. Dass damit quasi nicht Ende ist, sondern damit wird erstmal so, wie es ist, weitergearbeitet. Die sollen noch verbessert werden und irgendwann sollen tatsächlich auch die Programmierer ran dürfen und dann tatsächliche App-Applikationen bauen damit. Danke. Okay. Weitere Fragen? Ja, dann sozusagen mein Eindruck auch von dem Betriebsbesuch, dieses Projekt hat einen Impact gehabt, ja, wie definitiv gesagt, bis auf die Vorstandsebene hinauf und auch in die einzelnen Einheiten. Und das war, nachdem das doch eine ganz neue Branche war, also mit Maschinenbau und Pumpen hatten wir es bislang nicht so uns intensiv befasst, muss ich sagen, war das auch für mich ein sehr, sehr eindrucksvolles Projekt. Jetzt haben wir ungefähr 90 Minuten gebraucht und an der Hochschule ist man so getaktet, dass man nach 90 Minuten eine Pause hat. Und ich habe hier die Regie gefragt, ob was dagegen spricht und auch den Julian Schenten, das so zu machen. Das war nicht der Fall. Es war hier auch sehr viel geballte Information und auch ein bisschen Emotionen, sodass vielleicht eine kurze Pause gut ist. Und darf nun in den zweiten Teil des heutigen Programms einführen. Alexander Gemeinheit hat es zu Beginn schon gesagt. Es folgt die Michael-Denecke-Lecture. Michael Denecke war ein Chemiker, der aber in der Hochschuldidaktik sehr bewandert war. Der war Leiter der HDA, der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der Technischen Universität. Und als er im Ruhestand war, hat er sozusagen unser Rasum-Team bereichert und mit seinen langjährigen Erfahrungen und auch eben die Perspektive eines Naturwissenschaftlers eingebracht. Leider ist er sehr kurz darauf schon an einem Gehirntumor verstorben. Aber ohne ihn wäre das Rasum-Curriculum nicht so, wie Sie es alle kennen. Und deswegen haben wir immer einen inhaltlichen Vortrag und der kommt diesmal von Julian Schenten, der berichtet aus dem Erfahrungen in dem Projekt, wo dieses Schiff dort das Symbol dafür ist, Systeminnovation für nachhaltige Entwicklung und die dort durchgeführten Szenarioprozesse. Julian Schenten ist Jurist und wissenschaftlicher Direktor der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, SOFIA, langjährig an der Hochschule, auch ein Absolvent der Hochschule, hat mal Informationsrecht studiert, aber inzwischen kann und macht er viel mehr als nur Information und Recht. Und das sehen wir jetzt an dem Beispiel zu dem Szenarioprozessen und was man damit ganz praktisch erreichen kann. We can work it out.
Danke, Martin. Ich kann vielleicht auch schon mal die Take-Home-Message vorwegnehmen. Kann man sagen, dass Rasum so einen transformativen Anspruch auch hat? Ich würde sagen, ja. Und was ich so ein bisschen zeigen will, ist, Transformation ist machbar. Jedenfalls im Kleinen. Wenn man die Ressourcen hat, die hat man jetzt nicht in so einem Rasum-Projekt, aber wir haben sie glücklicherweise in unserem SNE-Projekt. Und ich präsentiere, ja, dichter ans Mikro. Es ist also für mich, es ist ein seltsamer Sound, okay. Ich zeige jetzt mal so ein bisschen einen Einblick in eine Fallstudie, die wir gemacht haben zu einer Transformationsherausforderung. Und eine weitere Motivation ist, ich habe die Freude, dass ich häufig mal mir eure Vorträge angucken kann, die Angebote, die ihr vorbereitet, ja, die Angebotsteams. Und da wird immer so viel von Szenariomethodik gesprochen. Und deshalb fand ich das auch mal interessant, Szenariotechnik, wie wir sie an der Hochschule in solchen Forschungsprojekten einbinden, was wie gesagt ein bisschen ressourcenintensiver ist, aber vielleicht inspiriert das ja auch zukünftige Rasum-Praxisprojekte. Die Herausforderung transformativer Forschung muss ich vielleicht hier in dieser Rasum-Include gar nicht so detailliert erläutern. Es geht darum, Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten, und das meint eigentlich meistens, die ganz harten Nüsse zu knacken, die sogenannten Wicked Problems, das heißt den Klimawandel, die Diversitätsherausforderungen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Mobilität oder auch eines unserer Herzensthemen, die ubiquitäre Belastung mit Schadstoffen. Und wenn man solche ganz harten Nüsse knacken will, dann bedeutet das, dass man tiefgreifende systemische Veränderungen braucht. Das simpelste Beispiel beim Thema der Mobilitätsherausforderung ist, dass es nicht damit getan ist, dass wir jetzt einfach alle unsere Verbrenner austauschen mit Elektroautos, sondern dass man viel grundlegender über das Thema Mobilität nachdenken muss und warum bewege ich mich eigentlich von A nach B, welche Stellschrauben gibt es hier. So, das heißt, am Ende müssen sich Menschen verändern, und das heißt, für seinen transformativen Prozess muss ich mit den Akteuren, die sich da verändern müssen, zusammenarbeiten. Das heißt, die Forschung und die relevanten Akteuren arbeiten gemeinsam in einem transformativen Prozess. Und hier sind 1000 Fragen wichtig, aber ich habe mal 3 rausgegriffen. Was so ein Prozess leisten muss. Das muss leisten, dass die Akteure ein gemeinsames Verständnis der Herausforderung erlangen, weil das haben wir vorhin gehört. Unternehmen haben ihre Perspektive, NGOs haben ihre Perspektive, alle haben so ihre Perspektive auf die Dinge, aber wie schaffen wir es, das aufzuknacken und dass so ein bunter Haufen von Akteuren ein gemeinsames Verständnis vom Problem gewinnt und davon ausgehend eine Vision für die Zukunft entwickelt, für die es sich dann auch lohnt, zu arbeiten, darauf hinzuwirken. Das sind so die 2 Grundfragen, und eine so eine querliegende Ebene ist dann eigentlich, wie schaffen es die Akteure dabei, ihre, ich habe mal geschrieben, Pfadabhängigkeiten, vielleicht ein bisschen unrein, die Pfadabhängigkeiten und Routinen in Handeln und Denken zu überwinden. Weil, also wir meinen ja immer reflexartig auf alles, die passende Lösung zur Verfügung zu haben, und das ist auch ganz menschlich, ganz natürlich, und das muss man aufbrechen. Die Akteure müssen sich öffnen dafür, dass sie fähig sind, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und gemeinsame Visionen zu entwickeln. Und dazu haben wir einen methodischen Vorschlag, und das ist die Szenariotechnik. Szenariotechnik ist jetzt eine spezielle Form der Szenarioanalyse, und in der Szenariotechnik macht man einen Szenarioprozess. Um die 3 Begriffe mal so voneinander abzugrenzen. Generell geht es bei Szenarioanalysen darum, natürlich, man möchte verstehen, was in der Zukunft passiert. Ja? Dabei generiert man Wissen, zumeist aber auch über die Gegenwart. Und in diesem Prozess geht es viel um Kommunikation und den Austausch von Perspektiven. Müsste ich eigentlich hier unten auch die Slides sehen? Weil ich sehe mich selbst. Das ist nicht schlimm, aber auch nicht hilfreich. Vielleicht lässt sich das ändern. Vielleicht lässt sich das ändern, genau.
Und in anderen Kontexten, wozu nutzt man Szenarioanalysen? Organisationen nutzen das beispielsweise, um Ziele zu formulieren oder die Strategien, die schon entwickelt wurden, zu überprüfen. Ja, danke schön. Die Ausrichtung von Szenarioanalyse kann explorativ sein. In unserem Fall ist es so eine Mischung aus explorativ und normativ. Ja, wir wollen ja Beiträge zu nachhaltiger Entwicklung leisten und deshalb Szenarioanalyse kann auch Chance für transformative Forschung sein. So, wer sich da weiter aufschauen will, über die Hintergründe habe ich hier mal eine schöne Übersichtsstudie, schon ein bisschen älter, über die verschiedenen Szenarioanalysemethoden, die es so gibt. Und extra hier noch aufgeführt ist eben ein Werk von Geschke, Professor Geschke, der die Szenariotechnik, wie wir sie anwenden, entwickelt hat. So, damit ist eigentlich schon so die Grundlage geschaffen und jetzt startet es mit dem eigentlichen Prozess. Was ist denn Szenariotechnik? Und da nehme ich eben ein Beispiel aus der transformativen Forschung, hier aus dem SNE-Projekt, und die Ausgangsfrage in dem Projekt war und ist, geht jetzt noch bis Ende des Jahres, wie lässt sich eine nachhaltigere Chemie entlang der globalen Lieferketten für Lederprodukte erreichen? Ja, an der Stelle bin ich froh, dass Hilke Patzwall schon so ein bisschen die Herausforderung von VD skizziert hat. Das Managen von globalen Lieferketten ist sehr schwierig. Sie hat das für den Textilbereich oder Outdoor-Bereich gesagt. Und im Lederbereich ist das genauso von der Komplexität her. Aber man muss sagen, es ist noch viel schmutziger, weil noch guckt man bei Leder nicht so richtig hin. Textil ist schon sehr im Fokus. Leder wird jetzt langsam immer mehr ein Thema. Ja, also es vergeht auch kein... Also ich sag mal so, alle halbe Jahre gibt es auch mal so einen Report im Fernsehen, wo man unschöne Bilder aus Gerbereien in Bangladesch sieht. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem wir gedacht haben, man muss sich mal dieser Thematik annehmen. Und zur Beantwortung der Frage gibt es eigentlich einen sehr komplexen Zeitstrahl, der hier nur angedeutet ist. Ich zoome rein in einen bestimmten Bereich, um den es heute geht, nämlich den Szenarioprozess, den wir durchgeführt haben. Und hier nur kurz der Überblick. Das hat in unserem Fall 3 Monate gedauert, was schon sehr sportlich war. Es kann auch ein halbes Jahr dauern. Ja. Es waren 3 Workshops. Und was auf diesen Workshops passiert ist, erfahrt ihr in einem kurzen Augenblick. Hier sieht man, wer mitgewirkt hat an diesem Szenarioprozess. Ich habe gesagt, bei Transformation geht es darum, die relevanten Akteure einzubinden, also die, die sich letztlich auch anpassen müssen, die ihr Verhalten ändern müssen. Also haben wir die Lieferkettenakteure versucht einzubinden. Also pars pro toto, nicht alle Lieferakteure der Welt, sondern wir haben, ich glaube, wir waren so roundabout mit Hochschulen, mit Essern, waren wir so 20 Akteure. Und was Industrie angeht, klar, die Gerbereien mussten abgedeckt sein, die für uns wichtigen Zulieferer aus der Chemieindustrie mussten abgedeckt sein und dann auch Beispiele für Produkte, in die Leder reingehen. Und da hatten wir die Automobilbranche dabei und wir hatten verschiedene Unternehmen aus dem Bereich, ja, ich sag mal so Verbraucherprodukte, Tchibo, Deichmann, aber auch so die Waschbär GmbH, was so ein Nischenanbieter für eher ökologisch orientierte Produkte ist. Das war also die Gruppe, mit der zusammen wir den Szenarioprozess durchgeführt haben. Und weil das sehr ressourcenintensiv ist, ihr habt es gesehen, 3 Monate quasi müssten die Leute sich da Ressourcen freiräumen, ging es zunächst anfangs mal darum, seid ihr wirklich bereit, mitwirkungsbereit für so einen anspruchsvollen Prozess? Und da ins Nähe nutzen wir hier das Stichwort Anfangsschmerz. Wir mussten erstmal abklopfen, ist das Problem Chemikalien entlang der Lederlieferketten, ist das schon so schmerzhaft oder jedenfalls hinreichend juckreizinduzierend, dass die Branche das Gefühl hat, wir müssen da was dagegen tun. Und zu diesem Zweck haben wir einen Workshop durchgeführt mit schon Vertretern der verschiedenen Lieferkettenstufen, wo in der Session 1 gezeigt wurde, es ist ein Problem, weil die Akteure unterschiedliche Wahrnehmungen des Problems haben und vor allem auch unterschiedliche Lösungen des Problems sehen. Ja? Die kommen also nicht zusammen. Und vor dem Hintergrund konnten wir dann im zweiten Teil des Workshops die Idee pitchen, lass doch mal einen Szenarioprozess machen. Und so hatten wir quasi, das war die Teilnehmerakquise,
für den Szenarioprozess. Jetzt kommen wir zum ersten eigentlichen Schritt in dem Prozess, der insgesamt 7 Stufen hat. Bei Geschka gibt es noch ein paar mehr Stufen, die sind jetzt aber an der Stelle hier nicht relevant. Zunächst mal muss man ein Thema definieren, das ist ganz wichtig, weil dieses Thema ist bei den weiteren folgenden Schritten immer vor Augen zu haben und leitet quasi die weiteren Aufgabenstellungen an. Und das war in unserem Fall zunächst mal so ein zeitlicher Bezug. Unser Szenario sollte sich auf das Jahr 2035 beziehen. Ja, wir wollten also lernen, was dann Phase ist, und wir wollten einen Impact auf die globalen Lieferketten und den Einsatz von Chemikalien nicht nur in Endprodukten für VerbraucherInnen, sondern auch im Automobilbereich. Wenn das Thema, das ist das Thema, genau, und dann geht es darum, ist auch ein Schritt, der sich danach immer wieder auswirkt auf die Folgeschritte, die Einflussfaktoren auf dieses Thema zu identifizieren und zu strukturieren. Das ist zunächst mal ein lustiges Brainstorming, wo dann 150 Sticky Notes entstanden sind mit Ideen zu Faktoren, die relevant sind im Hinblick auf unser Thema, der Einsatz von Chemikalien in den globalen Lederlieferketten. Und das wird dann, also diese Einflussfaktoren werden strukturiert und priorisiert, indem man Pünktchen klebt. Die Methode ist wahrscheinlich auch bei euch schon verbreitet. Und am Ende kann man dann eine handelbare Anzahl von Einflussfaktoren formulieren, mit denen man in den weiteren Prozess geht. In unserem Fall waren das 16 Einflussfaktoren. Haltet es noch ein bisschen aus, diese Abstraktion. Gleich seht ihr auch Beispiele für diese Einflussfaktoren. Das sind also die aus Sicht der beteiligten Akteure maßgeblichen Faktoren, die einen Einfluss auf unser Thema Chemikalien im Leder 2035 haben. Und dann geht es darum, die Wirkbeziehung der Einflussfaktoren zu analysieren. Und da hatten wir eben auch schon ein Beispiel von KSB gehört, da hat man die Methode auch eingesetzt. Also ich mache eigentlich gar nichts mehr ohne Wirkungsanalyse, ich kann es nur jedem empfehlen, auch bei der Urlaubsplanung, whatsoever, Wirkungsanalyse. Das geht immer. Da baut man sich, es ist auch recht einfach, da baut man sich eben so eine Wirkungsmatrix und dann macht man sowohl in die Zeilen als auch in die Spalten seine Einflussfaktoren, man kann sie auch Deskriptoren nennen, und dann geht man einfach Zeile für Zeile und Spalte für Spalte durch und fragt sich, welchen Einfluss hat Einflussfaktor 1 auf Einflussfaktor 2, welchen Einfluss hat Einflussfaktor 1 auf Einflussfaktor 3 und so weiter. Immer vor dem Hintergrund des Themas natürlich. Und das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, kann ich euch sagen. Und hier gibt es eine gewisse Abstraktion, ja, weil man arbeitet eben mit Zahlen. Weil dieser Einfluss, der muss ja irgendwie kenntlich gemacht werden. Und dazu gibt es eben so eine ganz eingängige Skala. 0, überhaupt kein Einfluss, bis 4, sehr starker Einfluss. Und warum macht man das? Also wenn es jetzt nicht um die Urlaubsplanung geht, das haben wir vorhin auch schon gehört. Mit der Methode können wir herausfinden, wenn man danach so ein paar windige Rechnungen macht, welche dieser Faktoren im System der ganzen Faktoren eine treibende Wirkung haben und welche der Faktoren eher so sich von den anderen Faktoren treiben lassen. Ja? Und die Idee ist, dass man, wenn man jetzt über Strategien nachdenkt, natürlich besonders einen Fokus auf diese treibenden Faktoren haben sollte. Und ein anderer Hintergrund ist auch ein ganz ökonomischer. An der Stelle, wenn man herausfindet, ein bestimmter Einflussfaktor ist total getrieben und ist auch nicht sehr vernetzt im Gesamtsystem, dann kann man den einfach aus der Analyse kicken und damit spart man sich sehr viel Arbeit. Das war in unserem Fall aber leider nicht gelungen. Also wir mussten am Ende auch mit allen 16 weiterarbeiten. Das ist jetzt nicht wirklich erkennbar aus eurer Perspektive, aber auf die Details kommt es auch gar nicht an, aber das ist jedenfalls die Wirkmatrix, die wir dann im Projekt entwickelt haben. Und ich habe schon gesagt, über diese Zahlen entsteht eben eine gewisse Abstraktion. Ja, es ist auch dann ab einem gewissen Punkt spielerisch. Man will andere überzeugen mit den besten Argumenten. Ja, da kann ich mich jetzt auch
beziehen auf die Erfahrung aus anderen Szenario-Prozessen, weil wir haben jetzt schon, wie erwähnt, ganz viele gemacht. Und es ist eine wirkliche Gehirngymnastik, weil man hier nicht nur offensichtliche Wirkungsrichtungen hinterfragt, sondern man muss ja jede Wirkungsrichtung eben von zwei Perspektiven betrachten. Und da kommt man manchmal auf ganz neue, verblüffende Einsichten. Und deshalb ist das auch so ein bisschen aus unserer Sicht das Herzstück der Szenariotechnik, die so ein bisschen die Denkstile der Akteure frei, also ausnockt, ja, öffnet sie einfach mal für neue Perspektiven. So, aber das werde ich nachher in einer kleinen Würdigung nochmal aufgreifen. Der nächste Schritt ist dann, dass man zu den Einflussfaktoren, die wir jetzt analysiert haben, Projektionen entwickelt. Das heißt, wir überlegen im Jahr 2035, wie wird sich der Einflussfaktor entwickelt haben. Wenn wir jetzt mal von unserem, also von den Einflussfaktoren im LEDA-Prozess ausgehen, gibt es beispielsweise den Einflussfaktor Produktinnovation. Und wenn wir an LEDA denken, 2035 könnte LEDA entweder total back to the roots sein, gar nicht so viel Chemie und einfach relativ naturbelassen. Oder es könnte sein, das genaue Gegenteil, LEDA wird halt transparent sein oder blinken. Gibt es leider auch alles heute schon. Das ist so die Idee, dass man verschiedene zukünftige Entwicklungen von dem Einflussfaktoren identifiziert. Und dann kommt der nächste, viel interessantere Schritt wieder, der auch wieder so eine Abstraktion beinhaltet, weil man jetzt wieder mit Zahlen arbeitet. Und da geht es um die Analyse der Konsistenzen der Projektion. Die Leitfragen sind also, welche von diesen vielen Zukunftszuständen, also mindestens mal zwei Zukunftszustände pro Einflussfaktor, passen gut zusammen, unterstützen sich vielleicht sogar gegenseitig, und welche von diesen Zuständen passen eher nicht, schließen sich vielleicht sogar gegenseitig aus. Und hierzu haben wir wieder eben eine nette Zahlenskala, die aber jetzt wesentlich detaillierter ist, geht also von plus 3 bis minus 3. Und weil diese Analysen auch recht aufwendig sind, gibt es zum Glück eine Software, in die man die Zahlen nur eingeben muss, und die macht dann die ganzen Berechnungen. So sieht es dann aus, anhand des Beispiels für den Einflussfaktor Verbraucherverhalten. Darunter sehen wir die zwei möglichen Entwicklungslinien. Das wird bewusster sein oder es wird eben weitgehend unverändert sein, waren die Projektionen. Die kritische Öffentlichkeit könnte in ihrem Einfluss auf die Branche zunehmen oder dieser Einfluss könnte sich abmildern. Und da muss man für diese verschiedenen, also für jede Kombination der Projektion eben gucken, passt das zusammen? Ja, ist eine 2, oder passt das nicht so zusammen? Ja, ist eine minus 1. Und das, wenn man dies mit den Praxisakteuren tut, dann ist das wiederum sehr erkenntnisreich, weil es kann helfen, so Zielkonflikte zu erkennen, und es kann helfen, eigene Annahmen zu hinterfragen. Also wenn man beispielsweise, man hatte so seine Lieblingsprojektion, so auch ein Wunschziel oder eine Hoffnung, wie sich vielleicht die Branche entwickeln wird, und man ist hier aber gezwungen, sehr kleinteilig und mit diesen objektiven Kriterien durch die Eingabe von Zahlen eben zu reflektieren, ob diese Projektion, die man selbst für so wahrscheinlich hielt, eigentlich standhalten kann, wenn ich es vergleiche mit den anderen Projektionen. Und dann stellt man vielleicht fest, okay, die Zukunft, die ich mir da überlegt habe, die ist eigentlich gar nicht so plausibel. Und das Tool schmeißt einem dann solche Analysen aus. Das ist jetzt eben eine Übersicht aller Zahlen, die eingegeben wurden. Und dann macht das Tool auch ganz automatisch Szenarien aus diesen Kombinationen von Projektionen. Und das ist interessant. Jetzt hat man also, man hat unendliche Paralleluniversen quasi von Kombinationen dieser Projektion, und die werden jetzt alle ausgerechnet von dem Tool, und das Tool spuckt einem dann aus diejenigen Paralleluniversen oder Kombinationen, die eine besonders hohe
interne Konsistenz haben, wo also wenig, wo wir wenig in den Minusbereich gegangen sind, weil wir gesagt haben, ja, passt doch eigentlich alles ganz gut zusammen. Und gleichzeitig muss man halt gucken, wenn man verschiedene Szenarien sich angucken will, weil dass man im Szenarioprozess die Zukunft vorhersagt, ist wahrscheinlich sehr ambitioniert, aber dass man so verschiedene alternative Zukünfte jedenfalls mal so in den Blick nimmt und sich darauf vorbereitet, das mag schon realitätsnäher sein. Deshalb gehen wir so vor, dass wir eben zwei sehr unterschiedliche Szenarien auswählen mit einer hohen internen Konsistenz oder Kohärenz. Die funktionieren also, die unterscheiden sich aber ziemlich voneinander. Das kann sein, dass man eben ein Good Case und ein Bad Case Szenario hat, muss aber nicht so sein. Nun, und auf der Basis haben wir dann eben zwei Kombinationen ausgewählt und dann ging es darum, dem Leben einzuhauchen, weil Ergebnis des Szenarioprozesses soll sein, dass man eine Geschichte in der Hand hält. Also etwas emotional Mitreißendes, das Spaß macht zu lesen, wo man auch dahinter steht und wo man in der Kommunikation mit anderen Akteuren sagen kann, ja hier, das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Also mussten wir das erstmal in so einem kreativen Prozess, mussten wir Geschichten entwickeln aus diesen schnöden Kombinationen der Projektion. Und übrigens alles hier im Haus passiert, falls ich, habe ich vergessen zu würdigen, da ist auch dieses Bild entstanden. Und das war quasi ein Zwischenschritt. Hier ist gerade noch so erkennbar, dass wir eben die Projektion erstmal in die richtigen Reihenfolgen gebracht haben und dann noch hier und da ergänzt haben, bestimmte Fragen oder Leitsätze, die uns dann im Blick haben oder auch bestimmte, ja, es sind eben Abbildungen mit Emotionen, die da helfen sollten, das Ganze so ein bisschen auch emotional aufzuladen. Und Ergebnis war, dass wir zwei Szenariogeschichten hatten, eines mit dem Titel Masse statt Klasse. Das könnte man sagen, ist so ein bisschen eine Fortführung des Status quo. Ja? Es wird ja alles immer so ein bisschen besser, aber eben nicht, also inkrementelle Verbesserungen kann man sagen, aber nicht der große Wurf. Und dann haben wir das andere Szenario B mit einem recht sperrigen Titel, LEDA 2035, Qualität durch Wertschätzung und Bewusstsein. Und das ist das Szenario, wo es dann der LEDA-Branche gelungen sein wird, 2035, das Chemikalienmanagement entlang der Lieferketten in den Griff zu bekommen. Ihr kennt es vielleicht, dieses Design haben wir angelehnt an andere Berichte, die es gibt von UNEP. Diese SDG-Icons sind erkennbar und das ist eben auch, dient einfach nur dazu, dass man die Überzeugungskraft der Geschichte noch so ein bisschen auch unterstützt durch diese optischen, ja, durch diese optischen Marker, die die Leute ja auch schon kennen aus ihrer sonstigen Arbeit. Und dann im letzten Schritt stellt sich die Frage, welches Szenario wollen wir jetzt auswählen für unsere Arbeit oder als Branche, wo wollen wir hin? Ja, das war durchaus kontrovers, weil wenn man einen Akteur wie Deichmann mit an Bord hat, da wurde dann auch so offen drüber gesprochen, dieses sehr positive Szenario, das widerspricht natürlich dem heutigen Geschäftsmodell von so einem Unternehmen. Also mussten wir ein bisschen ringen und konnten uns aber dann doch am Ende als Gruppe darauf einigen, dass es viel schöner ist, auf etwas Positives hinzuarbeiten, als etwas Negatives zu verhindern. Und deshalb war am Ende das positive Szenario das Ziel, was wir formuliert haben. So, hier ist jetzt nochmal eine Übersicht der Schritte. Das müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht nochmal Stück für Stück durchgehen. Lieber gehe ich gleich in den Ausblick. Also hier sieht man jetzt, dass also Workshop 3 im Mai 2019, da hatten wir die Szenariogeschichten dann in der Hand und wir haben uns dafür entschieden, das ist das Szenario, auf das wir hinwirken wollen. Und hier haben wir jetzt die wunderbare Ausgangssituation im SNE-Projekt, dass damit das eigentliche Projekt erst gestartet ist. Andere Projekte enden an der Stelle, weil die Ressourcen halt aufgebraucht sind. Und hier konnten wir sagen, klasse, wir haben jetzt die Akteure weich geklopft, wir haben ein gemeinsames Problemverständnis, wir haben eine gemeinsame Vision und jetzt lasst uns Strategien entwickeln. Jetzt haben wir einen Strategie-Workshop durchgeführt und der Strategie-Workshop hat ganz viele Ideen für Interventionen hervorgebracht, also ganz konkrete Umsetzungsprojekte, wo man jetzt mal ganz konkret
anknüpfen könnte mit einer Maßnahme. Und das haben wir dann in eine Theory of Change gegossen. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon sehr präsent ist. Leider nicht. Gut, gibt es dann bei der nächsten Michael-Denecke-Lecture nächstes Jahr, können wir auf die Theory of Change eingehen. Die hat jedenfalls gezeigt, wie diese vielen Ideen für Implementation Projects, für diese Umsetzungsprojekte, wie die systemisch wirken könnten, ja, welchen potenziellen Impact die haben könnten. Und auf der Basis konnten dann die Praxisakteure, wir haben uns da zurückgehalten, die konnten dann auswählen, das machen wir, das ist relevant, das ist wirksam und da möchte ich mich beteiligen. Und auf der Basis konnten wir dann im Sommer 2020 diese Teilprojekte starten. So, und jetzt nähern wir uns eben dem Ende des Projekts und die Teilprojekte, teilweise haben sie richtig greifbare Ergebnisse produziert. Andere Teilprojekte haben diesen Zeitpunkt oder haben das noch nicht erreicht, weil auch wenn wir 5 Jahre insgesamt Zeit hatten und auch wenn das eine wunderbare Ausgangsposition ist, ist es doch arschkurz, um diesen transformativen Impact tatsächlich zu haben und am Ende in so einer kurzen Zeit von 2 Jahren wirksame Instrumente zu entwickeln, die man dann den Akteuren in die Hand gibt und sagen kann, so, nun gehe in die Welt, oder beziehungsweise sie haben das ja mitentwickelt, nun nutzt dies in eurem Alltag und verändert damit die Branche. So, und abschließend kann ich dann eben noch die Fragen, die ich eingangs aufgeworfen habe, beantworten. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt. Eine Frage war ja, wie erhalten Akteure ein gemeinsames Verständnis der Problemlage? Und da sagen wir, das ist eben abgedeckt durch, besonders durch die Schritte im Szenarioprozess mit den Einflussfaktoren, der Prozess der Analyse der Einflussfaktoren, aber auch bei der Entwicklung der Projektion, wo man immer auch bei der Überlegung, wie könnte es denn zukünftig aussehen, muss man sich notwendigerweise mit dem Status quo auseinandersetzen. Und wie schaffen es die Akteure, eine gemeinsame Vision zu entwickeln? Das ist dann eben der Part, wenn wir in die Szenariogeschichten reingehen. Und etwas experimenteller, möchte ich mal sagen, ist dann die weitere Eingangsfrage, die dazu querliegt. Wie haben wir es denn jetzt geschafft, dass die Akteure ihre Pfadabhängigkeiten überwinden und ihre Denkstile so ein bisschen aufbrechen? Und da haben wir, also da nehme ich jetzt mal mindestens noch Silke Kleihauer und Martin Firn mit Haftung, haben wir Hypothesen aufgestellt, warum ist das eigentlich so gut? Ja? Und wir denken eben, Szenariotechnik erlaubt, die etablierten Routinen für einen Moment zu vergessen, indem 3 Dinge gelingen. Ja, das möchte ich jetzt noch kurz vorstellen. Man muss die Akteure auf einem kognitiven Level erreichen. Die müssen also bereit sein, einfach mal ihre Standardlösungen für alles nicht als die sofort Reaktion als Standardlösung anzubieten, sondern nein, wir öffnen uns auch für andere Perspektiven und mit all diesen Perspektiven, die dann im Raum entstehen, bauen wir gemeinsam eine ganz neue Perspektive. Wir nennen das gemeinsame mentale Modelle. Und damit das gelingen kann, muss man sie auch auf einer sozial-interaktionellen Ebene erwischen. Das klingt anstrengend, aber bedeutet eigentlich nur, dass die sich füreinander öffnen müssen im Prozess. Sie müssen also kommunizieren, im besten Sinne einen Dialog führen. Und das wiederum, die Reihenfolge hier futsch, das wiederum passt nämlich am besten, wenn man sie auch psychisch erreicht hat, in einer Weise, dass zum Beispiel ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Akteuren entstanden ist. Und dass sie auch eine Leidenschaft dafür entwickeln, gemeinsam in diesem Prozess mitzuwirken. So, das sind also die 3 Grundvoraussetzungen. Wir sagen, wir müssen sie kognitiv,
sozial interaktionell und psychisch erreichen die Akteure. Und jetzt die Anwendung, wie schaffen wir das bei der Szenariotechnik? Das ist jetzt schon aufgeploppt, einmal sozial interaktionell gehen wir davon aus, dass eben diese Verhandlung von Zahlenwerten eine Distanz schafft zu den üblichen Wahrnehmungs- und Argumentationsrastern. Martin Führ nennt es auch gern nach Precht den Verfremdungseffekt, den V-Effekt. Und das öffnet sie einfach dafür, dass sie nicht einfach immer standardmäßig ihre eigenen Lösungen für alles präsentieren, sondern sich wirklich einlassen auf einen offenen Dialog mit den anderen Akteuren. Und dazu kommt auch, dass diese Abstraktion in dem Prozess die Akteure so ein bisschen löst aus ihren sonstigen alltäglichen Auseinandersetzungen. Das bei den Szenarioprozessen, die ich bisher mit Praxisakteuren gemacht habe, war das jedenfalls so, dass da Menschen am Tisch stehen, am Tisch sitzen, die sich, wenn sie sich sonst begegnen, halt bekämpfen inhaltlich, weil eben jeder Akteur eine eigene Sicht der Dinge hat, eigene Probleme sieht und eigene Lösungen. Und wir denken, mit der Szenariotechnik kann man das jedenfalls für den Zeitraum der Analyse oder des Workshops kann man das überwinden. So, und damit, durch diese Abstraktion, das hilft eben den Akteuren, was sie sonst für selbstverständlich gehalten haben, einfach mal in Frage zu stellen und neue Perspektiven auch sich darauf einzulassen. Ja, also und in dem Sinne erreichen wir sie auch auf der kognitiven Ebene und es kann gelingen, dass eben gemeinsame mentale Modelle erreicht werden. Und auf der psychischen Ebene, da trägt sicherlich dazu bei, durch dieses strukturierte Vorgehen, man könnte schon fast sagen, auch also teilweise so verschult, wie wir diese Diskussionsrunden auch moderieren, kommen alle auf ein Level. Ja? Das ist quasi ist eine große Gleichberechtigung im Raum. Das trägt sicherlich zum Vertrauen bei, also dazu, dass sich Vertrauen bildet. Und als weiterer Aspekt hatte ich genannt, die Leidenschaft, die hilft. Und hier muss man sagen, eben dieses spielerische Element, das es in der Szenariotechnik an verschiedenen Stellen gibt, hilft eben, diese Leidenschaft im Teamprozess zu wecken. So, damit sind aus unserer Sicht diese Anforderungen erfüllt und deshalb würden wir Szenariotechnik als sehr probates Mittel in der transformativen Forschung auch immer vorschlagen. Und je nachdem, was die Ressourcen in so einem Praxisprojekt Rasum hergeben, könnte man sich auch überlegen, abgespeckte Versionen davon einzubauen. Also wir haben ja gesehen, jedenfalls die Wirkmatrix habt ihr schon mal eingesetzt. Das lässt sich sicherlich auch mit Praxisakteuren machen, weil es ist immer denkbar, dass man dieses sehr aufwendige Prozedere auch einfach abkürzt auf einen Prozess, der 4 Stunden dauert oder auch nur 2 Stunden. Haben wir alle schon erlebt. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Eine Frage, die mir auf der Zunge lag, hast du zum Schluss schon jedenfalls angesprochen, aber bevor ich mit meinen Fragen weitermache, gibt es hier Fragen? Ja, gibt es da in der letzten Reihe im hellblauen Hemd? Zwei kurze Fragen zum Prozess an sich. Einmal die Deskriptoren. Bei dem, was wir jetzt gelernt haben, muss man da sehr vorsichtig sein, wie viel man dann wirklich reinnimmt. Liegt es, also 16 sind aus meiner Sicht jetzt doch relativ viel, liegt es dann einfach an der Komplexität oder wo habt ihr euch jetzt die Grenze gesetzt bei dem Projekt? Also unsere Grenze waren eigentlich 12 und dann hat man eben in diesem Momentum nicht die Möglichkeit, noch mehr abzuschütteln, weil einfach im Raum der Konsens ist, nee, wir brauchen die alle. Und dann ist es halt so. Und von der Wirkmatrix, die ich jetzt gezeigt habe, haben wir auch nur die ersten 5 Zeilen geschafft im Workshop-Setting und der Rest war halt Hausaufgabe. Aber wenn das für die Akteure dann eben, wenn sie dazu motiviert sind, dann kann man auch so viele mit reinnehmen. Aber im Prinzip, so 10, 12 macht mehr Spaß.
Und das Zweite, also es kommen ja deutlich mehr Szenarien raus. Ihr habt euch jetzt nur zwei ausgewählt, die ihr näher beschrieben habt und dann am Ende quasi aufbereitet habt. Ist das auch, also wie macht, trifft man die Entscheidung, wie viel man da jetzt nimmt? Das ist ja auch eine Frage der Ressourcen. Also das war abgesprochen mit den Akteuren, dass wir zwei auswählen. Und die beiden, die wir ausgewählt haben, das hängt dann von den Ergebnissen ganz konkret ab, aber in dem Fall war das fast zwingend, weil die sich inhaltlich einfach so wunderbar voneinander abgegrenzt haben, gleichzeitig so kohärent waren, deshalb mussten es die beiden sein. Ist das was man schon ganz am Anfang festlegt oder dann erst in diesem Endprozess, wenn es auf die Szenarien zugeht oder wenn die dann entstanden sind? Das ist wahrscheinlich eher was man schon zu Beginn festlegen sollte. Und jetzt, als wir diesen Prozess gestartet sind, gab es noch keine Corona-Pandemie und es gab auch noch keinen Krieg in der Ukraine. Und normalerweise sieht diese Methodik aber auch vor, dass man Trendbruchereignisse berücksichtigt. Also man hat so seine normalen Szenarien, wo halt Experten eine Prognose machen auf Basis ihres Status Quo, wissen, wie könnte es weitergehen. Und bei diesen Trendbruchereignissen würde man einfach so ein Pandemieszenario mal einplanen können. Damit würde noch ein weiteres Szenario entstehen. Also deshalb würde ich vielleicht, wenn man das jetzt nochmal macht, auch so ein weiteres Szenario noch mit reinnehmen. Das lässt sich aber alles wunderbar nachlesen bei Geschka und Hammer 1997. Danke. Ja, weitere Fragen? Dann würde ich den Faden nochmal aufnehmen, der implizit ja auch in den Fragen steckte. Wenn man sich jetzt die Praxisprojekte anschaut, dann könnte man sagen, diese Angebotsphase und die Interaktion mit dem Auftraggeber, die trägt schon ein Stück weit in den drei Ausschreibungsfeldern zu einem gemeinsamen Problemverständnis bei. Das heißt, da hätte man schon mal was, wo man sagen könnte, ja, das ist nämlich dann Teil der Ausschreibung. Und dann war ja sozusagen hervorgehoben, von März bis April, 3 Monate, kann man eigentlich schaffen. Ja, also November bis Januar sind auch 3 Monate, kann man auch einige schaffen. Ja, und du hast jetzt ja auch einige Angebote gehört, wo die Leute unvorsichtigerweise Szenario reingeschrieben haben, ja, oder optimistischerweise Szenario reingeschrieben haben. Meinst du, das ist zu leisten oder wie sollte man dann damit umgehen? Ich würde sagen, es ist definitiv zu leisten, weil es gibt ja ganz viele Varianten in der praktischen Durchführung. Wunderschön wäre es, wenn man jetzt das VD-Beispiel mal nimmt, wenn man jetzt in dem, weiß nicht, im Korruptionsbeispiel mit Akteuren aus der Lieferkette beispielsweise, mit einer NGO und mit VD so einen Szenarioprozess macht. Das wäre wahrscheinlich das Optimum, das wird man wahrscheinlich nicht haben. Andere Möglichkeit ist, ihr schlaut euch auf, ihr könnt ein Rollenspiel machen und ihr könnt aus euren Rollen der genannten Akteure und noch weiteren Akteuren kann man ja auch durchspielen und kann wahrscheinlich schon eine ziemlich aussagekräftige Wirkungsanalyse machen. Und damit ist das sind ja so die beiden Extreme, würde ich denken. Dazwischen gibt es auch ein paar Spielarten und das ist definitiv auch machbar zeitlich. Also es ist nicht abwegig, das ins Angebot reinzuschreiben und man muss dann nicht, sobald der Auftrag da ist, ja, sagen, oh nein, das haben wir nicht so gemeint, sondern man kann es schaffen. Ja. Auf keinen Fall abwegig. Ich kann nur empfehlen, dass man Literaturstellen dazu angibt, auf welche Methode man sich dabei bezieht. Das kommt bestimmt gut in den Angeboten. Okay. Und jetzt zu dieser aktualisierten Geschka-Methode, was wäre da die Literaturstelle? Das wäre wahrscheinlich tatsächlich noch Kleihauer et al. 2019, aber diese windigen Hypothesen jetzt, worauf es eigentlich ankommt mit den etablierten Routinen, da haben wir auch gerade ein Paper, was es dann, auf das man sich vielleicht auch bald beziehen kann, ja. Was man vielleicht als graue Literatur schon mal einsehen dürfte. Wenn man, da, ja, klar. Gut, also es könnte helfen, ja, und vielleicht kann man auch mal im 5. Stock von A12 vorbeischauen und mit denjenigen, die das schon mal gemacht haben, einschließlich Rebecca Niebler, die Ende Mai, Anfang Juni sowas auch in Brüssel mal mitgemacht hat und das ja auch unterrichtet jetzt wieder in Modul 4.1. Das heißt, es gibt verschiedene Informationsquellen hier im Raum und an der Hochschule, wo man da drauf zurückgreifen kann und
an sich, das wäre jetzt jedenfalls meine Schlussfolgerung, ist das ein sehr sinnvolles Tool, gerade um so Veränderungsprozesse jenseits etablierter Routinen hinzubekommen. Und das ist ja die große Herausforderung, ja, sei es für VD, sei es auch für KSB. Ja, und das ist das, das Schiff da hinten, ja, das soll das symbolisieren, ja, dass man sich auf die Reise begibt, ja, das soll ein Segel sein, ja, und oben quasi der Verklicker, ja, der sagt, wo der sozusagen nicht, wo der wirkliche Wind herkommt, ja, und wie man sich in den Wind reinlegen muss, damit man nach vorne kommt und nicht nur irgendwo hingetrieben wird. Und da kann das Szenario offenbar ein gutes Beispiel leisten. Und ich bin sehr dankbar, dass auch schon das Thema der Michael Denecke Lecture im nächsten Jahr festgelegt wurde, Theory of Change, ja, das findet sich auch im Rasum-Glossar, die eine oder andere Fährte bereits dahin, aber das können wir ganz sicher nochmal veranschaulichen und dazu gibt es vielleicht auch eine Publikation aus dem LEDA-Projekt, wo man sich das schon mal anschauen kann, ja. Nämlich in der TD. Eine Website. Eine Website, welche Website? Also gut zuhören. muss ich jetzt überlegen. Nee, ich glaube, es ist die SNE-Website und dann /leatherchemicals. Das müsste funktionieren. Ja, und dann auf die Schweizer Seite, oder? Da ist doch. Auf der Schweizer Seite gibt es auch, da gibt es auch noch was. Das kann ich ja vielleicht in die Folien reinmachen, die dann bestimmt zur Verfügung gestellt werden, oder? Genau. Ja, dann herzlichen Dank. Dann ist ja, der praktische Mehrwert, ja. Das ist bestimmt ganz praktisch, wenn diese Links dann da drin sind, weil man dann nämlich auf die Literatur zurückgreifen kann. Herzlichen Dank an Julian Schelten. Und jetzt kommen wir zu einem anderen praktischen Teil, nämlich Berichten aus der Praxis. Und da beginnt zugeschaltet aus Helsinki Christine Herrmann, genau, da sehe ich Sie schon. Herzlich willkommen, Frau Herrmann. The floor is yours. Genau, dann hallo und herzlich willkommen aus Helsinki. Ich freue mich, dass ich mich heute zuschalten kann und dass ihr und Sie alle in Darmstadt zusammenkommen können und auch ein bisschen mehr in Präsenz stattfindet als bei uns im Studiengang, in unserem Jahrgang vor 2 Jahren. Und genau, ich habe die Freude, jetzt den ersten Teil aus der Praxis ein bisschen erzählen zu können. Mit dem spannendsten Teil fangen wir natürlich an mit den Behörden, die vielleicht einen etwas unspannenden Ruf genießen. Aber tatsächlich, wie ich hoffentlich davon überzeugen kann, doch ziemlich spannend sind. Und vielleicht direkt einen Anfängerfehler gemacht. Ich habe einen ziemlich erschlagenen Titel. Herr Für hat es vielleicht zu gut gemeint und hat versucht, alle Aspekte, die meine Arbeit beschreiben, in den Titel zu packen. Ich versuche es sozusagen fehlerfrei vorzulesen. Und zwar möchte ich euch ein bisschen erzählen von Methoden zur Integration von Anforderungen einer ressourcenschonenden und schadstoffarmen Kreislaufwirtschaft in der Risikobeurteilung von Materialien und ihren Additiven im Rahmen einer behördlichen sozioökonomischen Analyse. Wie es zu diesem gigantischen Titel kommt, erzähle ich gerne gleich, aber sozusagen kurz vorher, um den Einstieg ein bisschen leichter zu machen, erzähle ich kurz, wer ich eigentlich bin. Mein Name ist Christine Herrmann. Ich habe einen Hintergrund im Umweltingenieurwesen, habe 2019 an der HDA meinen Bachelor gemacht und habe mit dem Rasum-Jahrgang im Jahr 2020 gestartet. Bin jetzt also quasi, theoretisch würde jetzt mein 5. Semester starten somit, weil ich das letzte halbe Jahr in Helsinki verbracht habe. Und mein Hintergrund, der auch quasi ein bisschen dazu beigetragen hat, warum ich mich dafür entschieden habe, liegt im Bereich Umweltconsulting, Forschung und Politikberatung. Und auch wenn man sich jetzt im Kontext von Behörden oder Organisationen vielleicht ein bisschen umschaut, kann man sich auch zum Beispiel in Deutschland wiederfinden, wo ich schon war und tatsächlich auch andere Rasums, zum Beispiel bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die auch schon jetzt gerade eben von Julian Schenten genannt wurde, als, glaube ich, eine der Organisationen, die bei Szenarioanalyse mitgemacht hat. Also es gibt ganz viele Verknüpfungspunkte, auch von den heutigen Vorrednern, die ich gerne noch aufgreife. So ein Bild, wie da entsteht tatsächlich, wenn man ganz Touri-mäßig das Weihnachtsmanndorf
am Polarkreis besucht, den Arctic Circle überschreitet an Ostern. Genau, aber jetzt kommen wir zum inhaltlichen Teil. Behörden ist natürlich ein weites Feld, da kann ganz viel drunter verstanden werden. Aber den Teil, den ich gerne noch ein bisschen heute vorstellen möchte, sind EU-Agenturen. Und EU-Agenturen sind Teil des europäischen Verwaltungssystems, könnte man sagen. Und davon gibt es insgesamt 37, Stand 2020 zumindest, die man auf der rechten Karte sieht. Die sind total verteilt in den europäischen Mitgliedstaaten, was auch eben tatsächlich eine Funktion hat. Und auf der Karte am nördlichsten ist oben in Helsinki die ECHA verortet, wo ich auch gerade noch bin. Und an sich sind EU-Agenturen quasi eigenständige Organisationen. Und die haben eben verschiedene Aufgaben und sind tatsächlich eher themenspezifisch angeordnet und haben tatsächlich die Funktion der Regierung quasi, der europäischen Regierung, wenn man so möchte, den Direktoraten zuzuarbeiten. In unserem Fall sind die Direktorate, die für uns zuständig sind, DG Grow und DG Environment. Das klingt dann immer irgendwie schon so ein bisschen fremd, was da eigentlich dazu alles gehört. Ganz praktisch betreffen aber diese EU-Agenturen total tägliche Aspekte unseres Lebens. Also wenn man dran denkt an Lebensmittel, die man zu sich nimmt und dass diese sicher sind oder auch Fragen von zum Beispiel Arzneimitteln oder eben Chemikalien. Und wenn man Chemikalien hört, das ist ja wirklich quasi fast alles. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu dem Bereich, was macht eigentlich die Europäische Chemikalienagentur, wo ich jetzt bin, kurz die ECHA. Die ECHA hat sich spezialisiert oder hat den Fokus thematisch auf den nachhaltigen Umgang mit chemischen Stoffen. Darunter fällt vieles, also nicht nur einzelne Substanzen, sondern eben auch diese in Mixturen oder in Artikeln. Und den nachhaltigen Umgang damit möchte sie eben fördern, vor allem auch eben natürlich auf unternehmerischer Seite. Also die Unternehmen oder Organisationen, die mit Chemikalien zu tun haben. Das Ziel setzt sich dabei, den Nutzen für Mensch und Umwelt besonders hoch zu halten und umzusetzen und dazu beizutragen. Und ganz wichtig ist auch ein Teil des Mandats das Capacity Building, also quasi Ressourcen, Kapazitäten aufzubauen, Wissen aufzubauen und zusammenzutragen, damit man eben auch das Wissen gebündelt vorliegen hat und eben auch andere Akteure, die sozusagen das sich nicht selbst erarbeiten können, darauf zugreifen können. Und man muss auch wirklich sagen, dass die ECHA eine Role Model, also eine Vorbildfunktion hat. Ich entschuldige mich schon mal für mein Denglisch, was hier immer wieder reinrutscht. Weil sich tatsächlich auch außereuropäische Nationen oder Organisationen daran orientieren, was eigentlich in Europa so gemacht wird, weil das schon sozusagen so der höchste Standard mit ist, was man eben im Bereich Chemikalien und Chemikaliensicherheit machen kann. Und genau, wenn ihr euch noch ein bisschen mit der ECHA oder mit dem, was sie eigentlich noch so alles machen, was wirklich ein unglaublich großes Mandat ist, also das kann ich gar nicht alles heute vorstellen, wie viel eigentlich sozusagen unter diesem Dach hier so stattfindet. Die haben echt einen richtig guten LinkedIn-Auftritt auch und auch auf der ECHA-Website gibt es richtig viel Informationen. Und das würde ich euch tatsächlich auch als Tipp mitgeben, wenn ihr fachlich gesehen um irgendwelche Sachen euch ein bisschen vertiefen wollt, egal ob es jetzt ein Praxisprojekt ist oder für irgendein Modul, kann total hilfreich sein, da auf die Ressourcen zuzugreifen. Genau, warum ich davon erzähle, also dieser Gedanke, welche Praxiserfahrungen kann ich jetzt euch ein bisschen davon berichten, ist aus meinem Traineetyp, was ich hier gemacht habe. Und die ECHA ist, wie gesagt, in Helsinki angesiedelt und bietet immer im Halbjahresrhythmus sogenannte Traineeships. Der Rhythmus ist da immer von März bis September und von September bis März. Und ich kann euch auf jeden Fall die Sommervariante empfehlen. Genau, und ich bin in der Risk Management Unit untergebracht. Und der Begriff, das hat auch heute in einem anderen Vortrag jemand gesagt, Risk Management, das ist ein bisschen wenigsagend. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. An sich will ich aber auch schon darauf hinweisen, dass es hier bei diesen Traineeships, die man eigentlich mit einem Praktikum vergleichen kann, also 6 Monate, man ist in einer Unit, in einem Team,
Das ist total an vielfältigen Stellen für Rasums vorstellbar. Also ich habe mit anderen Trainees mich mal ausgetauscht, hatte mich selbst auch auf mehrere Stellen beworben. Da gibt es echt eine ganze Vielfalt von Themen, ob es jetzt irgendwas im organisationellen Nachhaltigkeitsmanagement ist, also wie die ECHA selbst nachhaltiger werden kann, oder ob es jetzt so wie ich in der Risk Management Unit ist. Da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten, weil dem Titel Rasum ist natürlich auch Risiko oder Risk Management naheliegend. Für die vielleicht vor allem im dritten Semester, die sich denken, sie hätten Lust, nochmal internationale Erfahrung zu sammeln, kann ich schon mal darauf hinweisen, Ende des Monats, 30.10. ist der Bewerbungsschluss für die nächste Sommerphase. Und ja, Helsinki im Sommer ist auf jeden Fall ziemlich cool, kann ich empfehlen. Genau, und jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu der Arbeit erzählen. Ja, mit so einem Organigramm kann man meistens schon Zuhörer abschrecken. ich wollte es eigentlich nur nochmal aufgreifen, um vielleicht den Aspekt hervorzuheben, der tatsächlich relativ typisch ist für doch irgendwo auch wieder Behörden. Es ist schon ein ganz schöner Apparat. Hier in der ECHA sind 600 Mitarbeitende etwa und es wächst auch stetig. Also es ist eine sehr große Organisation und das Risikomanagement ist eben nur ein Teil aus ganz vielen verschiedenen Units, die sehr eng zusammenarbeiten. Und vielleicht auch sozusagen ein kleines Disclosure. Ich habe während meiner Zeit hier erst erfahren, dass Herr Für auch mal Teil des Management Boards war, was in der Mitte ganz oben, glaube ich, in diesem Organigramm hier aufgeführt wird. Genau, das habe ich erst später erfahren, aber Herr Für war auf jeden Fall stark beteiligt daran, mich für dieses Thema zu begeistern. Und genau, die Risikomanagement Unit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche nicht akzeptablen Risiken erkannt werden und versucht dann eben auszuarbeiten, welche Risikomanagement-Maßnahmen zum Beispiel, die deutschen Begriffe sind Beschränkungen oder Zulassungsentscheidungen, auf Englisch wären das Restriction oder Authorization zum Beispiel, um zwei zu nennen, welche da am besten geeignet sind. Und das ist natürlich jetzt auch noch sehr abstrakt, was das eigentlich heißt. Das erzähle ich noch ein bisschen genauer gleich. Aber an sich könnte man zusammenfassen, dass die Arbeit eine sehr bunte Mischung aus konzeptioneller Arbeit ist, gleichzeitig auch sehr stark wissenschaftlich basiert, aber natürlich auch, wie in Behörden klassisch, auch administrativ ist. Genau, um einen Bereich ein bisschen genauer vorzustellen, mit dem wir auch, also was die Risk Management Unit 1 macht, wo ich bin, die beschäftigt sich mit den Restrictions, also diesen Beschränkungen. Und eine Restriction wird dann in Erwägung gezogen, wenn quasi andere Optionen schon ein bisschen ausgeschöpft sind oder nicht so passend erscheinen, weil die Restriction sehr vielfältig sein kann und ein quasi ein Sicherheitsnetz darstellt für den Rechtsgeber. Und eben dann zum Einsatz kommt, wenn ein nicht akzeptables Risiko vorliegt. Also wenn quasi das Risiko zu hoch ist und man das Gefühl hat, es wird durch bestehende Maßnahmen nicht wirklich adressiert oder abgedeckt. Es ist auch erforderlich, dass quasi unionsweit, also Europäische Union in dem Fall, es quasi das Risiko besteht und nicht eben vielleicht nur in einem Land oder Ähnlichem. Und dass es eben keine anderen Maßnahmen gibt. Oder die schon angewendet werden zum Beispiel. Dann, was konkret eigentlich die Restriction macht, sie ist eben eine Maßnahme, die in der EU dann ausgerollt wird und bezieht sich auf Stoffe, also einzelne Chemikalien, an die ihr vielleicht dann eben auch denkt, wirklich sozusagen so ganz, falls ihr euch noch aus dem Chemieunterricht erinnert, wirklich so einzelne Substanzen. Oder diese eben auch in Gemischen, was zum Beispiel so was wie ein Reinigungsmittel ist vielleicht ein Gemisch, wo man sagen kann, okay, das wird zusammengemischt aus verschiedenen Substanzen oder auch in sogenannten Erzeugnissen, also Produkten letztendlich. Der Rahmen kann total variabel sein, was total gut ist, aber auch herausfordernd, weil man eben genau gucken muss, was ist jetzt der sinnvollste Rahmen, auf was man sich spezialisiert. Also da kann man eben zum Beispiel entweder die Herstellung, die Inverkehrbringung oder die Nutzung dieser Stoffe beschränken und sagen, okay, das ist nicht mehr erlaubt. Aber der Vorteil eben durch den variablen Rahmen ist, dass man das nicht ganz oder gar nicht macht unbedingt, sondern vielleicht sagt,
in bestimmten Anwendungen ist es nicht mehr erlaubt oder in bestimmten Anwendungen dürfen es nur noch Fachpersonal einsetzen oder bestimmte Auflagen werden gegeben. Ich hoffe, damit habe ich jetzt nicht schon alle erschlagen. Das klingt sehr abstrakt. Das Projekt, wo ich beteiligt war, sprengt ein bisschen den Rahmen dieser klassischen Restrictions, weil die ja eigentlich auf einzelne Substanzen sich bezieht. Unser neues Projekt ging um das Thema PVC. PVC kennt ihr vielleicht sogar, also Polyvinylchlorid, als Material, also PVC-Wände, PVC-Böden. Es gibt total viele Anwendungen, die mit PVC in Verbindung stehen. Und Julian Schenten hat vorhin mal den Begriff Anfangsschmerz sozusagen in den Raum geworfen, wo es darum geht, wie problematisch ist etwas. Und bei, ich glaube, bei PVC könnte man eigentlich schon fast von chronischen Schmerzen sprechen, weil es tatsächlich einfach schon seit, ich meine, 40 Jahren diskutiert wird in der Gesellschaft, ob die Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, wie problematisch die sind und ob die quasi adressiert werden sollten oder wie sie adressiert werden sollten. Und die EU-Kommission, also das Director General DG Grow und DG Environment, haben das jetzt quasi auf unsere Agenda gesetzt, innerhalb eines Jahres uns erstmal dem anzunähern mit der eigentlichen Fragestellung, sind die Probleme die richtigen, um sie mit einer Restriction zu adressieren? Oder, falls nicht, was wären andere Gesetzestexte, die vielleicht eher dazu passen würden? Und es klingt jetzt vielleicht einfach, ist aber ein total vielfältiges, vielseitiges Thema, wo man ganz viele Fragestellungen beachten muss. Und wie wir uns angenähert haben, da kommen auch quasi, also ich hatte das Glück, das hat im April angefangen, das Projekt. Ich kam im März, also ich durfte von Anfang an quasi mitarbeiten. Und Teil meiner Aufgabe war vor allem im Bereich der Additive, mit denen wir uns befassen, also Substanzen, die in PVC zum Einsatz kommen, um dem Ganzen bestimmte Eigenschaften zu geben, dass wir für die gucken, was für Gefahren damit in Verbindung stehen. Also da geht es um toxikologische Gefahren vor allem, also zum Beispiel, ob sie kanzerogen sind, das heißt krebserzeugend wirken, oder ob sie zum Beispiel toxisch für die Umwelt wirken. Und genau, dafür mussten wir erstmal ein Scoring-System entwickeln, wo es darum ging, wie können wir die bewerten und vergleichbar machen. Dann war auch Teil meiner Aufgabe wissenschaftliches Arbeiten, also quasi zu bestimmten Themen zu gucken, was sagt die Literatur dazu, weiß man schon was dazu, gibt es einen Konsens oder wird das eher kontrovers diskutiert. Und zum Dritten auch Stakeholder-Konsultationen, also Stakeholder sind quasi Beteiligte, die mit dem Thema zu tun haben, viel auch eben in der Industrie. Und mit denen stehen wir auch in Kontakt, weil es eben darum geht, dass wir Informationen von denen brauchen, auf deren Basis wir dann eben weiterarbeiten können. Und also das sind nur quasi die Aufgaben innerhalb dieses Projektes. Es gab noch andere Bereiche, wo ich mitwirken durfte, aber das ist, glaube ich, mein Hauptthema gewesen, woraus jetzt tatsächlich auch meine Masterarbeit hervorgeht. Ich würde aber voll gerne noch den Rasenbezug herstellen, weil das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen abgespaced und man fragt sich, was hat eigentlich Rasen mit PVC und Chemikalien zu tun? Aber tatsächlich fand ich, hat mich Rasen ziemlich gut vorbereitet auf diese Aufgaben. Zum einen das Modul, was jetzt im ersten Semester auch kommt, normative Orientierung, Corporate Governance. Da geht es auch darum, eben, was EU-Institutionen macht, was auf EU-Ebene für Rechtslagen bestehen. Also diese Aspekte wurden von der FÜR schon sehr gut abgedeckt und auch speziell auch tatsächlich Chemikalienrecht. Da ist ja FÜR auf jeden Fall Experte für. Deswegen, falls ihr euch vorstellen könnt, in die gleiche Richtung mal zu gehen, könnt ihr dafür auf jeden Fall ausquetschen und ganz viel auch von ihm erfahren. Dann Stoffstromanalyse und Ökobilanzen sind tatsächlich jetzt für dieses spezielle Projekt und für meine Masterarbeit total relevant und haben mich quasi dafür auch, würde ich sagen, qualifiziert, dass ich das überhaupt machen kann jetzt. Genau, das habt ihr auch im ersten Semester, also die Neulinge sozusagen haben das noch vor sich. Und ansonsten habt ihr auch im Rasum Studiengang die Wahlpflichtfächer, WP Run. Und da kann ich total empfehlen, das habe ich schon im Bachelor absolviert, aber für den Master gibt es immer noch, meine ich auch immer noch hoffentlich angeboten, Chemikaliensicherheit und nachhaltige Chemie, auch bei Herr und Silke Kleihauer. Und genau, das hat total gut vorbereitet auf eben Fragen der Chemikaliensicherheit und um alles zu verstehen, was
auch mit der Arbeit der ECHA zu tun hat. Wobei ich zugeben muss, also ganz vielen Bereichen, die mit Chemie zu tun haben zum Beispiel, habe ich auch nicht so viel Ahnung. Ich bin eben Umweltingenieurin und keine Chemikerin und musste auch ganz oft eingestehen, wenn Kollegen über irgendwelche chemischen Gruppen sprechen, dass ich davon nicht viel verstehe oder es nur am Rande verstehen versuche. Und von SUKs auch zum Beispiel Umwelt- und Nachhaltigkeitsökonomik, weil ökonomische Aspekte tatsächlich auch Teil der Arbeit der ECHA sind, diese mit einzubeziehen. Und das ist jetzt auch der Bereich, wo ich jetzt am ehesten noch mit zu tun habe, irgendwo auch. Und nicht zuletzt auch Sprachen tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der ist vielleicht offensichtlich, aber die Arbeitssprache hier ist Englisch und tatsächlich eben auch in verschiedenen Bereichen, wo ich vorher gearbeitet habe, ist es total wichtig, irgendwie mit Englisch kommunizieren zu können. Deswegen Sprachenbelegen an der HDA ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Genau, dazu der Rasenbezug, aber tatsächlich sogar die Vorträge, die heute stattgefunden haben, haben auch nochmal ganz viele Bezüge hergestellt zu meinem Thema, in meinem Kopf zumindest. Genau, deswegen, ja, Rasen bietet eine richtig gute Vorbereitung, wenn man in dem Bereich mal landen will. Und genau, kurz noch zum Abschluss dazu quasi, meine Masterarbeit, die jetzt daraus hervorgegangen ist aus meinem Traineeship hier. Das Projekt hat quasi gemerkt, okay, wir haben eine erweiterte Fragestellung, die jetzt dieses Projekt uns quasi aufbürdet, auch durch das Mandat, was die Europäische Kommission uns gegeben hat. Und dafür fehlt so ein bisschen die Methode. Also man weiß nicht so genau, wie man manche Fragestellungen sinnvoll bearbeiten soll. Vor allem die Fragestellung zum Thema, wie kann man Veränderungen in der Kreislaufführung dieses Materials, die eventuell ein Resultat sind von einer Restriction, wie kann man deren Wirkung abschätzen, also sowohl auf Umweltbezüge als auch auf zum Beispiel sozioökonomische Aspekte. Oder was würde es bedeuten, wenn man sich von PVC stattdessen für ein anderes Material in Zukunft dann mehr verlagern würde? Zum Beispiel, dass Fensterrahmen vorwiegend aus Aluminium statt aus PVC gefertigt würden. Das sind Aspekte, die alle quasi da reinfließen und die dann eben zu diesem unglaublich langen Titel, der auch auf der Titelfolie stand, geführt haben. Der letztendlich aber auch jetzt meine Masterarbeit sein wird, in der ich mich damit beschäftige. Das wird heruntergebrochen, vor allem ein Methodenvergleich sein und eine Methodenentwicklung, die speziell für die Bedürfnisse der ECHA und dieses Teams quasi zugeschnitten ist. Und eben auch das Frage, die Frage der Lebenszyklusbetrachtung. Und da zum Beispiel hat auch Julian Schenten mit dem Thema Szenarien schon ein wichtiges Thema, was, glaube ich, ja auch aufgegriffen werden wird. Oder auch eben Kreislaufführung, wo ich auch ein SUK bei ihm hatte. Genau, also es gibt ganz, ganz viele Bezüge. Und genau, deswegen, falls ihr noch Fragen habt, super gerne. Ansonsten, ich bin ab November auch wieder an der HDA am Campus unterwegs. Falls ihr also da noch Fragen habt, könnt ihr mich auch voll gerne persönlich ansprechen oder euch sonst auch an mich wenden oder natürlich eben an Herrn Für, der da Experte auch ist. Und genau, falls es noch Fragen gibt, ich weiß nicht, was die Zeit sagt. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Deswegen, genau, erstmal so weit. Ja. Ganz herzlichen Dank. Die Verbindung nach Helsinki ist jedenfalls besser als an dem Bodensee. Das kann man schon mal feststellen. Gibt es Fragen nach Helsinki? Da, ja, Julian Schenten. Danke. Ja, danke für diesen total spannenden Einblick in die Herzkammer der Chemikalienregulierung. Ich wollte mal hören, ob du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Guckt sich die ECHA denn auch an, Regulierungsoptionen unter dem neuen Ökodesign-Rahmenwerk? Weil man könnte ja auch eine, also quasi eine Ökodesign-Produktverordnung machen für PVC, ja, weil das kann sich auch einfach an Materialien richten. Und da könnte man ohne Kopfschmerzen diese ganzen Circular Economy Aspekte abfrühstücken und parallel, also in diesem Rahmenwerk könnte man auch Risiken bezogen auf Chemikalien abbilden. Das ist aber schwieriger, weil wir haben ja REACH und das heißt, alles, was wir nicht abdecken können mit dem Produktrecht, könnte man ja dann in REACH machen. Und da muss man vielleicht gar nicht so die Quadratur des Kreises hinbekommen. Okay, das war jetzt fast mehr ein Kommentar. Also ja, hast du da was mitbekommen?
Ja, genau. Also ich kann natürlich sozusagen jetzt nicht unseren gesamten Projektplan vorstellen, aber ein Teil des Projektplans ist es auch, sich eben diese alternativen Möglichkeiten anzuschauen, die geboten sind, von anderen Gesetzestexten das zum Beispiel abzudecken. Und es gab tatsächlich auch kürzlich erst im Ökodesign-Kontext, glaube ich, eine Beschränkung, dass man bromierte Flame Retardants, das Flammschutzmittel, in, glaube ich, TV-Rahmenständern nicht mehr anwenden kann, weil sie eben das End of Life zu stark negativ beeinflussen und die Recyclingfähigkeit beschränken. Also es gibt schon sozusagen andere Bereiche, wo es angewendet wurde. Wir beschäftigen uns ja aber tatsächlich auch nicht nur mit PVC selbst, sondern eben auch vor allem mit den vielen Additiven. Und da ist man jetzt eben am Abklopfen. Deswegen, weil genau diese Fragestellung, macht erstmal eine Vorstudie, guckt es euch erstmal an, bevor ihr entscheidet oder eine Empfehlung aussprecht. Und genau, deswegen liegst du da auf jeden Fall richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die EU hat da sozusagen einen großen Werkzeugkasten und REACH ist nur eine quasi Möglichkeit, unter der das laufen kann. Aber genau, das werden dann quasi ein Teil der Ergebnisse auch darstellen, was wir eben empfehlen am Ende. Ich muss sagen, du hast auch schon sehr gut diese Art übernommen, wie man von ECHA Antworten bekommt auf solche Fragen. Sehr gut. Hat schon abgefärbt nach 8 Monaten. Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt keinen weiteren Fragebedarf sehe, würde ich überleiten zu dem nächsten Bericht, der dann aus einem Unternehmen stammt. Eva Wolf ist uns vermutlich zugeschaltet, jetzt aus Minden in Westfalen oder jedenfalls in der Gegend. Ja. Herzlich willkommen, Eva. Wir sind gespannt, wie es dir bei Milita ergangen ist und wie dein Weg dahin war. Ja, ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf, sozusagen als Rasum-Alumni, als alter Hase und dass ich heute auf der anderen Seite sitze, nicht nur physisch, sondern auch im übertragenen Sinne. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Ja, sehr gut. Ja? Okay. Ja. Ja, dann beginne ich. Also hallo, habe ich schon gesagt. ich habe letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, den Rasum Master abgeschlossen und habe dann erstmal angefangen, bei Sophia als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und den Martin Für und Julian Schwenden zu unterstützen. Und in der Zwischenzeit bin ich aber nach Minden gezogen und deshalb habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich doch langfristig in ein Unternehmen möchte, wo ich, also in ein Unternehmen vor Ort und wo ich eben nicht zu 100% im Homeoffice bin. Und deshalb bin ich jetzt seit 1. Juni bei Milita. Genau. Möchte erstmal ganz kurz was zum Unternehmen erzählen. Dann gehe ich ein bisschen auf Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung bei Milita ein und am Ende versuche ich auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und meine jetzige Stelle in den Zusammenhang mit Rasum zu bringen. Milita, die meisten von euch bringen Milita vielleicht am ehesten in Verbindung mit Kaffee oder Kaffeefiltern und das ist es auch, aber es ist auch noch viel mehr, das zeige ich gleich. Das Unternehmen, das Familienunternehmen, existiert jetzt seit 1908. Das war nämlich das Jahr, in dem die Milita Benz den ersten Kaffeefilter erfunden hat. Und die Filtration hat sie sich dann auch patentieren lassen. Sie hat mit einer Messingdose und mit einem Löschpapier aus dem Schulheft von ihrem Sohn einen Kaffeefilter aus Papier gebastelt. Und die Erfindung hat dann eigentlich so den Kaffeegenuss weltweit revolutioniert. Mittlerweile ist das Unternehmen wird das Unternehmen in vierter Generation geführt von Jero Benz und Volker Stümeyer. Insgesamt sind knapp 6.000 Beschäftigte bei Milita und das in fast 60 Standorten. Also es ist doch ein bisschen größer als Sophia.
Die Folie soll jetzt auf jeden Fall nicht erschlagen. Ich möchte nur kurz auf die Organisationsstruktur eingehen. Wie ich schon gesagt habe, Melitta ist weitaus mehr als nur Kaffee und Kaffeefilter. Es gibt insgesamt 15 Geschäftsbereiche, die man hier sieht, und nochmal 5 Zentralbereiche. Und ich arbeite in einem der Geschäftsbereiche, nämlich Melitta Europa Kaffeezubereitung. Und mein Geschäftsbereich ist ganz eng verknüpft mit dem Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit. Das heißt, der Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit kümmert sich, da steht es auch um Sustainability Strategy, also ne, mehr so um, ja, um strategische Dinge. Und der Geschäftsbereich, in dem ich bin, kümmert sich eher ums operative Geschäft. Das ist relativ besonders und für mich, wo ich jetzt ja knapp 4 Monate dabei bin, auch noch nicht ganz so leicht zu verstehen, warum jetzt der eine von den 15 Geschäftsbereichen diese besondere Position hat, da als Tandem zu wirken mit dem doch großen und wichtigen Zentralbereich Nachhaltigkeit. Das zu erklären, würde wahrscheinlich den Rahmen der Präsentation sprengen, aber hauptsächlich liegt es daran, dass der Geschäftsbereich Kaffeezubereitung halt im Prinzip man könnte sagen, die Mutter, ne, der Konzerntöchter ist, weil es eben mit Kaffee und Kaffeezubereitung angefangen hat. Und so gesehen könnte man fast schon von so einer Art Matrix-Organisation im kleinen Stil reden. Ja, das ist relativ besonders, würde ich sagen. Und meine Aufgabe geht dann eben auch in beide Richtungen, also einmal ins Strategische, aber auch ins Operative und da kümmere ich mich oder soll mich auch in Zukunft kümmern um produktbezogene Compliance. Momentan gibt es eben sehr viele Anforderungen im Bereich Verpackungen und zwar aus den unterschiedlichsten europäischen Ländern. Und da Melitta eben Produkte in fast 80 Länder verkauft, müssen die jeweiligen Anforderungen natürlich auch beachtet werden. Und das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd, weil sich die Verpackungsanforderungen teilweise auch widersprechen können. Es ist auf jeden Fall eine Challenge, aber das macht mir Spaß. Genau. Wie ich schon gesagt habe, es geht bei Melitta nicht nur um Kaffee und Kaffeezubereitung, sondern auch um Haushaltsprodukte. Hier rechts sieht man mal so ein bisschen die Markenstruktur. Das sind jetzt nur die B2C-Marken. Swirl und Toppets, das sind die Marken, die so Haushaltsprodukte wie Alufolien, Frischhaltefolien, Butterbrotpapier, aber auch Staubsaugerbeutel und Müllbeutel herstellen. Genau, also das, all das gehört auch zu Melitta. Dann möchte ich noch mal kurz auf den Bereich Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung eingehen. 2019 hat die Melitta-Gruppe ein Nachhaltigkeitsstatement veröffentlicht, in dem Melittas Nachhaltigkeitsengagement zum ersten Mal wirklich festgehalten wurde. Aus dem Statement haben sich dann insgesamt 23 Projektthemen abgeleitet, die man hier rechts sieht. Ich bin jetzt, das ist jetzt sozusagen die strategische Ebene, ich bin da jetzt hauptsächlich beschäftigt beim Thema Human Rights, also LKSG, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das hat bei uns gerade eine sehr hohe Priorität, also ist eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Sprich, ich versuche zu unterstützen, wo ich kann, also den Prozess zu begleiten, eben die Anforderungen aus dem Lieferkettengesetz im Unternehmen umzusetzen. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Da hatte ich jetzt gerade erst heute einen 4-stündigen Workshop. Das ist so das, was ich gerade strategisch mache. Ein Jahr später hat Melitta dann auch noch einen etwas dickeren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der liegt hier auch. Also Melitta ist ganz gut in so ganz fancy Print-Objekten. Genau. Und das kann man auch online auf jeden Fall alles einsehen. Also wer da Interesse hat, mal reinzuschnuppern, kann das gerne tun. Melitta ist davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit eigentlich der Schlüssel zur Zukunft ist und dass es eben nicht nur ein Ziel ist, das man halt irgendwann erreicht hat, auch das habe ich im Studium gelernt, sondern dass es eben ein immerwährender Prozess ist und man dann auch ne, von nachhaltiger Entwicklung spricht. Ziel von Melitta ist es,
ja, die nachhaltige Entwicklung wirklich systematisch in alle Geschäftsstrategien und auch Prozesse zu integrieren und die Wertschöpfungsketten natürlich dann auch entsprechend auszurichten. Und daher hat Melitta als ja, Unternehmen entschieden und festgehalten im Statement, wir machen es nachhaltig oder wir machen es gar nicht. Insgesamt hat Melitta dann so 4 zentrale Handlungsfelder abgeleitet. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber letztlich ist es so, dass Melitta für jedes dieser 4 Handlungsfelder ja, sich Ziele überlegt hat. Also bei Produkt- und Lieferkettenverantwortung haben wir im Prinzip immer so Zukunftskonzepte, also Kaffee der Zukunft, Kunststoff der Zukunft, Zellstoff der Zukunft und Elektrogerät der Zukunft. Ja, in Bezug auf ökologische Verantwortung hat sich Melitta ja, dazu fehlt mir der Faden, also hat beschlossen, hat sich das Ziel gesetzt, so bis 2025 klimaneutral in Scope 1 und 2 und bis 2030 auch in allen 3 Scopes zu sein. Also es sind sehr ambitionierte Ziele. Genau, gesellschaftliche Verantwortung habe ich schon angesprochen, also die Implementierung vom LKSG, aber auch die Weiterentwicklung von unseren Verhaltenskodizes und in Bezug auf die Verantwortung für die eigenen Mitarbeitenden möchte Melitta nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen in Weiterbildungsangebote integrieren und adaptieren. Das sind jetzt nur Beispiele, aber ich habe mal einfach so ein paar rausgepickt, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Viel spannender ist ja jetzt eigentlich die Frage, inwiefern ja, ich jetzt qualifiziert bin für den Job. Und ich habe das jetzt mal, ich habe es ganz anders gemacht als meine Vorrednerin. Tabellarisch Plus und Minus, das soll jetzt, das soll gar nicht irgendwie als positiv oder negativ gewertet sein. Und ich halte mich jetzt auch, glaube ich, gar nicht so sehr an die Folie, sondern versuche einfach so ein bisschen ja, drauf loszuquatschen. Also grundsätzlich verfolgt Rasum ja das Ziel, den Studierenden wirklich so einen ganzheitlichen ja, Blick zu ermöglichen und letztlich dafür zu sorgen, dass ich als Studierende dann am Ende ausgebildet oder zumindest ja, vorbereitet bin, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Und ich finde, das gelingt dem Studiengang sehr, sehr gut. Allein schon durch die vielen, vielen unterschiedlichen Module, die es gibt, wurde eben schon angesprochen, hervorzuheben ist natürlich das Herzstück des Praxisprojekt, was wirklich dabei hilft, Einblicke in Unternehmen zu erlangen. Und da bekommt man als Student oder Studentin vielleicht auch das erste Mal mit, dass es eben im echten Unternehmensalltag dann doch manchmal ganz anders abläuft als in der Theorie. Also im Studium sind die Dinge ja alle im besten Fall schön sortiert und strukturiert und eins nach dem anderen. Und dann kommt man ins Unternehmen und da sieht es dann eben doch ganz anders aus. Da gibt es unterschiedliche Interessen, die aufeinander prallen. Und es gibt natürlich auch wirtschaftliche Ziele, die irgendwie erreicht werden sollen. Ja, also das ist schon dann wirklich nochmal ganz anders. Ich empfand es sehr hilfreich, dass in den Studiengang die normativen Aspekte eingeflossen sind, die mir jetzt auch wirklich im Bereich ja, Produktcompliance helfen. Bei Compliance und bei dem, was ich jetzt so mache, mag man vielleicht denken, so, dafür muss man ja Jura studiert haben. Muss man nicht, denke ich und hoffe ich. Aber ich hatte ja auch einen sehr guten Juristen als Lehrer, den Martin Für, der mir ja wirklich auch viele Einblicke in Chemikalien Regulierung Chemikalienrecht gegeben hat und das auch sicherlich bei euch jetzt machen wird. Und ja, das kam mir dann auch eigentlich bei meinem, ja, ich glaube, bei meinem ersten oder zweiten Vorstellungsgespräch zugute. Da hatte ich so eine Fallaufgabe. Ich kriege es gar nicht mehr ganz zusammen, aber ich musste auf jeden Fall eine Präsentation halten und da ging es eben um REACH und auch um die Rohrichtlinie, aber hauptsächlich um REACH. Und ja, da hatte ich einfach ein bisschen Glück, dass ich da eben Erfahrung aus der Vorlesung hatte, aber auch wirklich viel Erfahrung durch meine Arbeit bei Sophia vorher. Genau. Das, jetzt komme ich ein bisschen zur rechten Seite, was einen eigentlich, ja, auf was einen kein Studiengang der Welt vorbereiten kann, möchte ich mal meinen, das ist so die Unternehmenskultur. Klar, da hatten wir, glaube ich, auch ein Modul zu, aber auch das ist natürlich wieder nur Theorie und die Unternehmenskultur, die gelebte Unternehmenskultur, würde ich behaupten, das
erfährt man eben wirklich nur, wenn man im Unternehmen ist. Also so Dinge wie, duzt man sich oder duzt man sich nicht? Gibt es einen Dresscode? Kommen die Leute hier im Anzug oder irgendwie leger? Versucht der Chef mir ständig auf die Finger zu gucken oder lässt er auch mal 5 gerade sein? Das sind also Dinge, die, da hilft mir das Studium nicht und es kann es auch nicht und es muss es auch nicht. Das lernt man einfach, indem man da ist, indem man viel zuhört, indem man viele Fragen stellt. Da bin ich ja sehr gut drin. Und ich würde auch mal behaupten, dass es da auch wichtig ist, im Unternehmen zu sein. Ich habe jetzt auch Homeoffice, ich kann mir das so ein bisschen aufteilen, aber ich fahre wirklich gerne ins Unternehmen, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre ist und ich dann eben so richtig die ganze Unternehmenskultur aufsaugen kann. Und das kann ich halt nicht über einen Bildschirm. Ja, genau. Damit bin ich eigentlich schon am Ende angekommen. Also kurz gesagt, fühle ich mich sehr wohl bei Melitta. Es ist wirklich ein tolles Unternehmen, ein Familienunternehmen. Ich habe das Gefühl, jeder Einzelne wird wertgeschätzt. Und ja, bei uns kann man übrigens auch Trainee, also sich als Trainee bewerben. Haben wir jetzt auch gerade jemand Neues. Also falls man Interesse hat, ins schöne Ostwestfalen zu kommen, dann immer her mit euch. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Man hat jetzt also die Qual der Wahl zwischen Helsinki und Ostwestfalen. Vielleicht Helsinki im Sommer und dann im Winter. Genau. Möglicherweise wäre das eine Strategie. Gibt es Rückfragen an Eva Wolf? Dann nehme ich das mal so, dass du das alles sehr anschaulich und plastisch geschildert hast. Und dann würden wir übergehen zum Schluss wieder in Präsenz. Caroline Schwarz, die kommt jetzt aus der Beratung und aus der risikobezogenen Beratung. Und Caroline, wir sind gespannt. Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute auch noch erzählen darf, was ich nach meinem RASUM-Studium so mache. Und genau, ich habe vor einem Jahr meinen RASUM-Master abgeschlossen und bin dann bei PwC eingestiegen in der Beratung, und zwar zum Thema ESG-Risiken bei Banken. Ich möchte nur ganz kurz auf das Unternehmen eingehen. Ich denke, der Name sagt euch allen was. Und genau, PwC gliedert sich im Prinzip in 3 Bereiche. Das ist einmal Assurance, das ist die klassische Wirtschaftsprüfung. Ja, ich sehe auch mich selbst. Dann das zweite ist die Rechtsberatung oder auch Steuerberatung. Und das dritte ist dann die klassische Unternehmensberatung. Und genau in dem Bereich bin ich auch verortet, und zwar speziell zum Thema Risiko. Und dann gibt es nochmal verschiedene Industrien, in denen man unterwegs ist. Und ich bin in der Financial Services Industrie. Das heißt, die Kunden sind Banken, Versicherer oder auch Asset Manager. Und innerhalb von Risiko gibt es auch nochmal ganz verschiedene Schwerpunkte. Also manche sind da eher quantitativ unterwegs, andere mehr qualitativ oder strategisch. Und ein Bereich sind eben auch die ESG-Risiken. Also die 3 Dimensionen von Nachhaltigkeit, ich glaube, das muss ich hier nicht weiter erklären. Und ja, was machen wir genau? Also erstmal muss man sagen, dass in der Finanzwirtschaft ein sehr starker Fokus liegt auf das E. Also wir beschäftigen uns eigentlich ausschließlich mit Umwelt im Moment noch und auch innerhalb vom E nur mit Klima. Also genauer gesagt muss man eigentlich von Klimarisiken sprechen. Und jetzt ist das eben so, dass es in einer Bank typischerweise viele verschiedene Arten von Risiken gibt. Das sind die, die man rechts auf der Folie sieht. Und da gibt es wirklich einzelne Abteilungen nur für eine Risikoart. Und jetzt ist es eben so, dass man sich überlegt hat, okay, Klimarisiken wird nicht eine Risikoart neben diesen ganzen Risiken, sondern es ist so, dass es quasi darüber gelegt wird und jede einzelne Abteilung muss sich jetzt auch mit Klimarisiken beschäftigen und eben schauen, wie wirken sich diese auf die bestehenden Risikoarten aus. Und das kann zum Beispiel passieren durch
akute Events oder chronische Events, das ist im Bereich physische Risiken. Damit ist gemeint, ein akutes Event sind zum Beispiel starke Regenfälle oder Überflutungen. Chronische Events ist sowas wie Dürreperioden oder dass es allgemein einfach wärmer wird. Das zweite sind dann die transitorischen Risiken. Hier geht es um die veränderte Gesetzgebung. Das heißt, wir haben eine sich ständig ändernde Regulatorik. Wir haben viele technologische Entwicklungen. Und was auch sehr relevant ist, ist die Stimmung der Stakeholder. Zum Beispiel fragen die Kunden vermehrt nach nachhaltigeren Produkten. Und das hat auch viel mit Reputation zu tun, wo ich auch viel unterwegs bin. Genau, jetzt ganz konkret war ich auf einem Projekt zum EZB-Klimastresstest. Das haben vielleicht auch manche mitbekommen in der Presse. Die EZB hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Klimastresstest durchgeführt. Das bedeutet, es wurde geschaut, sind die Banken in der EU bzw. die größten Banken dafür gewappnet, mit speziellen Extremsituationen in Zusammenhang mit Klima umzugehen. Überleben sie das sozusagen? Und das war auch aufgeteilt in zwei verschiedene Teile. Der eine Teil war mehr ein bisschen Fragebogen. Da mussten die Institute zum Beispiel angeben, was sind die Emissionsdaten von den Unternehmen, in die ich investiert bin. Und beim zweiten war wirklich ein klassischer Stresstest, da gab es verschiedene Szenarien und es wurde dann berechnet, wie hoch sind die Kreditausfälle zum Beispiel bei einem CO2-Preisschock. Das heißt, wenn der CO2-Preis sehr stark in die Höhe schießt. Und allgemein die Ergebnisse waren, dass es sehr starke Defizite noch gibt in der gesamten Branche beim Management von Klimarisiken. Und allgemein muss man aber auch sagen, dass die Ergebnisse wenig aussagekräftig sind, weil sowohl die Methodik als auch die Datenlage noch nicht optimal waren. Zum Beispiel hatte zwei Banken für das gleiche Unternehmen verschiedene Emissionsdaten angegeben. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist nicht wirklich gegeben. Allgemein fällt es auch der Industrie, oder das haben wir auch schon heute öfter gehört, sehr schwer in die Zukunft zu schauen, das heißt wirklich langfristige Prognosen abzugeben und sich langfristige Szenarien anzuschauen, was aber ja gerade bei dem Thema Klima eigentlich das Entscheidende ist. Und auch ganz spannend, es gibt auch einen fehlenden Austausch zwischen der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft. Also viele Banken verstehen sich ja als Partner in der Transformation für eine nachhaltigere Entwicklung, weil sie müssen die Unternehmen bei ihrer Transformation begleiten und diese finanzieren. Es hat sich aber herausgestellt, dass viele Banken eigentlich gar nicht genau wissen, was sind die Transformationspläne der Unternehmen. Und ja, also hier muss auf jeden Fall auch mehr geschehen, dass die beiden mehr in den Dialog treten. Und jetzt nochmal noch konkreter, was ich gemacht habe. Also ich war zusammen mit einer Kollegin nur für die Risikoarten operationelles Risiko und Reputationsrisiko verantwortlich. Operationelles Risiko bedeutet einfach, dass man einen ungestörten Geschäftsbetrieb aufrecht erhält und Reputationsrisiko, dass man eben ja die Reputation der Bank bewahrt und finanzielle Verluste durch eine geringere Reputation eben verhindert. Und wie ich schon gesagt habe, das Problem dabei ist der Blick in die Zukunft. Normalerweise nimmt man zum Beispiel Daten aus der Vergangenheit, aber bei Klimarisiken gibt es keine vergleichbaren historischen Daten. Das heißt, sowas ist noch nie passiert. Und was haben wir deshalb gemacht? Wir haben auch Szenarien entwickelt und dann strukturierte Expertenschätzungen gemacht. Das heißt, wir hatten zum Beispiel ein Aktivismus-Szenario. Das war dann, dass nächstes Jahr eine Großdemo in Frankfurt ist und die Aktivisten beschuldigen vor allem die Finanzindustrie, dass sie nicht genug tut, um die nachhaltige Transformation zu finanzieren. Und dass es auch gewaltbereite Aktivisten gibt, die dann anfangen, die Niederlassungen von Banken zu zerstören. Und dann waren eben die Fragestellungen, wie hoch ist der Schaden aus dem Vandalismus?
Wie hoch ist der Schaden dadurch, dass nicht mehr gearbeitet werden kann in den Niederlassungen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Szenario wirklich eintritt? Und genau, wie ich schon gesagt habe, haben wir Experten dazu befragt, aber nach einer ganz bestimmten Methode. Das ist das IDEA-Protokoll. Das ist so ähnlich wie die Delphi-Methode, was vielleicht auch ein paar von euch tatsächlich in der Vorlesung hatten. Durch dieses IDEA-Protokoll versucht man eben diese Subjektivität und auch Heuristiken so minimal wie möglich zu halten. Das geht damit los, dass man einen Workshop macht mit den Experten und denen erstmal erklärt, okay, warum ist das Thema relevant, was sind überhaupt Klimarisiken und warum machen wir das Ganze jetzt. Und dann kriegen die Experten eben einen Fragebogen, das ist die erste Schätzrunde, wo sie zu verschiedenen Szenarien diese Fragen beantworten müssen, die ich eben schon auf der Folie davor gezeigt habe. Aber die Fragen werden auch nach einem ganz bestimmten Prinzip abgefragt. Und zwar gibt es immer vier Fragen. Das eine ist, was ist dein Best Guess? Was ist der wahrscheinlichste Wert für dich? Was ist der niedrigste plausible Wert? Das heißt, welchen Schaden würde es deiner Meinung nach mindestens geben? Was ist der höchste Wert? Das heißt, was ist das maximale Schadensausmaß? Und das vierte, wie sicher bist du dir, dass der wahre Wert in diesem Intervall liegt. Und anhand dieser Technik lässt sich dann nämlich später Wahrscheinlichkeitsverteilungen ableiten. Und nach dieser ersten Fragerunde werden die Schätzungen der einzelnen Experten aufbereitet und in einem Workshop anonymisiert dargestellt für alle Experten. Und die Experten können dann darüber diskutieren und sie sehen eben, okay, was haben die anderen gesagt? Und haben daraufhin, weil sie vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen haben, die Möglichkeit, ihre Schätzungen nochmal anzupassen. Und nach dieser zweiten Schätzrunde haben wir dann eben die finalen Schätzwerte und können aus allen das auswerten und das aggregieren und einen potenziellen Verlust berechnen. Und genau, was sind meine Aufgaben zum Beispiel gewesen? Also wir haben am Anfang erstmal die Szenarien definiert und abgeleitet. Wir haben die Fragebögen erstellt. Dann mussten natürlich die Expertenworkshops vorbereitet werden und auch durchgeführt werden. Ich habe auch die Auswertung gemacht, das heißt wirklich den Verlust berechnet und auch geschaut, ist das jetzt ein materielles Risiko oder nicht. Da gibt es dann Grenzwerte. Man sagt zum Beispiel, ab einem Verlust von 50 Millionen ist das ein materielles Risiko. Und das löst dann natürlich weitere Prozesse aus. Denn das Ganze fließt ein in das Materialitätsassessment der Bank, was einmal im Jahr durchgeführt wird und wird auch, wenn es materiell ist, an das Management entsprechend reported. Und was auch ganz wichtig war, die Bank hat das jetzt zum ersten Mal durchgeführt. Aber sie muss das jetzt jedes Jahr machen. Das heißt, eine große Aufgabe war auch, den beteiligten Leuten in den verschiedenen Abteilungen das Ganze zu erklären und zu zeigen, wie sie das in Zukunft machen können. Ja, dann auch ganz wichtig die Frage, wie hilft mir das Rasum-Studium in der Beratung zu ESG-Risiken oder auch zu Sustainable Finance? Da bin ich jetzt eher unterwegs. Ja, auf jeden Fall das Praxisprojekt. Das heißt, man hat schon Erfahrung in der Projektarbeit. Wir haben heute ganz viel gehört, was so ähnlich ist. Die Erfahrung auch im Umgang mit Kunden und in dieser Beraterrolle. Das heißt, wirklich auch die Brille des Kunden aufzusetzen und auch wirklich zu verstehen, was muss gemacht werden, wo drückt der Schuh. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also bei mir im Team sind wirklich ganz viele verschiedene Leute auch, Physiker, Mathematiker, Informatiker oder ich, die irgendwie was ganz Spezielles studiert hat. Und auch das ganze Lösen von neuen Problemen und Fragestellungen. Also es gibt eben nicht das Problem und man hat schon eine Lösung dazu, sondern wir mussten uns wirklich am Anfang des Projekts erstmal überlegen, okay, wie gehen wir das jetzt an, was machen wir? Und sind dann eben auf diese strukturierte Expertenschätzung gekommen. Ja, und auch, dass man einfach schon weiß, was ist Risiko, was ist Risikomanagement, das ist auch nicht selbstverständlich. Das wissen tatsächlich auch viele Berufseinsteiger nicht, die halt irgendwie Mathe studiert haben. Und
auch, was ich auch gemerkt habe, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist die Erfahrung im Umgang mit den regulatorischen Anforderungen. Natürlich sind es andere regulatorische Anforderungen, aber man ist irgendwie mit der Sprache vertraut. Und auch der Methodenkoffer, zum Beispiel die IDEA-Methode kannte ich nicht, aber ich kannte die Delphi-Methode und dann weiß man irgendwie schon, okay, wieso macht man das Ganze und wie läuft es ungefähr ab. Und natürlich auch die Vorbereitung und Durchführung von Workshops, von Präsentationen. Also einfach so dieser typische Projektalltag. Ja, und dann noch die Frage, ob ich das die Beratung als Berufseinstieg empfehlen kann. Das ist tatsächlich ein sehr starkes Ja. Das hört man ja auch sehr oft, dass die Beratung sehr gut geeignet ist, weil man einfach wirklich sehr viel lernt. Man kann sich ganz viele verschiedene Themen anschauen und wirklich auch aktuelle Themen. Man hat viel Abwechslung. Also das war jetzt zum Beispiel mein erstes Projekt, aber danach kommt das nächste Projekt zu einem vielleicht ganz anderen Thema. Dann ja auch wirklich ein starker Zusammenhalt und auch nette Kollegen. Also man muss sagen, dadurch, dass es so viele als Berufseinstieg nutzen, ist natürlich auch der Altersdurchschnitt sehr niedrig. Und ja, es gibt einfach viele junge Leute. Und ich glaube, der Beraterberuf ist auch sehr viel flexibler geworden. Das hat sich durch Corona auch wirklich sehr stark verändert. Man muss nicht mehr reisen oder nur noch sehr wenig reisen. Ich glaube, das war wirklich auch ein großer Vorteil, weil man dadurch natürlich auch sehr viel Zeit gewonnen hat. Und genau, ansonsten ist PwC natürlich auch ein riesiges Unternehmen. Also man hat sehr viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die Risikoberatung, es gibt auch nicht nur die Finanzindustrie, die beraten wird. Man kann auch zu Textilunternehmen, zu der Chemiebranche. Also da ist alles Mögliche dabei. Genau. Damit sind wir auch am Ende. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja jetzt gleich im Anschluss auch noch auf mich zukommen. Oder direkt jetzt eine Frage stellen. Ja. Die Möglichkeit ist auch, wir haben auch noch, sind sogar noch im Zeitplan, ja, was ja schon gut ist. Gibt es Fragen an die junge Beraterin? Ich weiß nicht, ob alle im Raum, die schon Beratungserfahrung haben, diesen ganz positiven Sicht teilen würden. Da gibt es vermutlich auch eine gewisse Bandbreite und ein Konfidenzintervall zwischen unten und oben, ja, in verschiedenen Kontexten. Aber das wird vermutlich bei jedem Job so sein. Aber das ist jedenfalls etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich gucke nochmal, auch aus Helsinki, falls noch zugeschaltet. Minden hat sich ja schon verabschiedet, da in Ostwestfalen werden schon langsam die Bürgersteige hochgeklappt. gibt es offenbar keine Frage. Dann vielleicht noch mal, um das Ganze umzudrehen, gibt es irgendetwas, Caroline, was du dir gewünscht hättest im Rasum-Studiengang, was es nicht gibt, was dir geholfen hätte? Tatsächlich fällt mir jetzt gerade nichts ein, weil ich glaube, es ist immer so, dass man nicht genau das lernt, was man dann im Berufsleben braucht. Aber ich glaube, Rasum ist einfach durch die viele Praxis im Studiengang selbst schon einfach, bereitet sehr gut auf den Berufsalltag vor. Also egal wo. Ja, ja, das höre ich natürlich sehr gerne, ja, aber Alexander Gemeinhardt noch. Genau, eine Frage. Sie hatten ja offensichtlich schon ein Leben vor dem Masterstudiengang in einem der ganz hoch gebuchten Studiengänge der HDA mit der Wirtschaftspsychologie, einem der ganz begehrten. Können Sie da nochmal einen Connex herstellen? Ist das alles vergessen oder wie würde jetzt so eine Grafik aussehen, wenn Sie uns die präsentieren, was Sie aus dem Bachelor noch mitgenommen haben für Ihren jetzigen Job? Tatsächlich das ganze Thema Statistik hatte ich da. Das war ja auch mit Psychologie und quantitative Methoden. Und auch dort hatten wir schon ein Praxisprojekt. Also ich glaube, viele Studiengänge an der HDA sind einfach schon sehr praxisorientiert.
Und ich hatte tatsächlich auch einen Fokus auf Umwelt und Nachhaltigkeit schon im Bachelor. Ja. Gut. Dann nochmal herzlichen Dank. Mein Dank auch an alle die in der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt haben, an den verschiedenen Ecken und Enden hier in der Stiftung von den Studierenden. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, ein kleines Get-Together verdient. Das findet statt wo? Nach oben im ersten Stock? Nee, wir gehen in den zweiten Stock.